Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream hier auf Callcenter Abzocke. Zum einen ja YouTube-Special. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wie ich gesehen habe, ist der Chat schon ziemlich gefüllt. Nochmal kurz räuspern und einen kleinen Schluck Kaffee, bevor es so richtig losgeht. Schauen wir mal. Wann bei uns das Telefon klingelt. Ach, es geht schon los. Dann schalten wir mal um. Ja, hallo, mit wem spreche ich da bitte? Wir sind Hacker Steiner. Wir sprechen mit der Kontoberaterin von Bitcoin Trader. Sie haben eine Anmeldung gemacht, um Geld zu investieren auf unserer Webseite, richtig? Ja, genau, das ist richtig. Aber die Webseite ist gerade schon wieder zugegangen. Warte mal, ich guck mal, ob ich die nochmal sehe jetzt hier im Verlauf. Irgendwie hat da was nicht geklappt. Irgendwas mit Finanz stand da. So, ich werde jetzt unsere Möglichkeiten einfach erklären. Und danach können wir anfangen, Ihr Konto zu aktivieren, ja? Ja. Also, unser Minimalbetrag ist 250 Euro, aber unsere erfahrenen Kunden investieren 500 oder 1000. Mit 250 Euro werden sie 100 Euro Bonus bekommen und sie werden mit unserem Bonus ihr Handel starten. Das heißt, ihr Geld bleibt auf ihrem Konto, aber nur 2 Wochen, weil 2 Wochen geben wir Probezeit. Warum geben wir Probezeit? Um Sie einfach Erfahrung sammeln, verstehen, wie unser Handel läuft und funktioniert, in welche Produkte es besser ist, um Geld zu investieren und so weiter. Und das alles machen Sie mit unserem Finanzberater. Die Beratung beim Finanzberater ist natürlich kostenlos und Sie werden auch Vertrag und eine kostenlose App von ihm bekommen. Was heißt das? Was meinen Sie? Na, mit der kostenlosen App? Ja, so wenn Sie mit unserem Finanzberater sprechen werden, dann werden Sie per E-Mail einen Link bekommen und Sie können einfach unsere App herunterladen, damit Ihr Konto immer in Ihrem Handy sein wird. Sie können es einfach jederzeit öffnen, sehen, ob Sie Profit bekommen haben oder nicht und sehen, dass Ihr Geld 2 Wochen auf Ihrem Konto bleibt. Okay. Und nach 2 Wochen können Sie einfach Ihre Entscheidung treffen, ob Sie Ihr Geld auch investieren wollen. Wenn nicht, dann können Sie Ihr Geld mit unserem Bonus Profit auszahlen lassen. Das können Sie als Bargeld oder als Geld zu Ihrer Kreditkarte zurücknehmen. Die Entscheidung ist Ihre, aber wenn Sie zum Beispiel sehr beschäftigt sind und keine freie Zeit haben, dann können Sie unsere künstliche Intelligenz benutzen. Aber ich empfehle immer, mit unserem Finanzberater alles zu besprechen, zu sehen, weil man versteht immer besser, wenn man sieht und hört, als man nur liest. Ja. Und wie viel Bonus gibt's da? Für 250 bekommen Sie 75 Euro Bonus. Aber heute ist unser Geburtstag und Sie werden 100 Euro von uns bekommen. Ach so. Und nicht alle Kunden haben solche Möglichkeit, weil heute ist Freitag, meiste Menschen möchten einfach Ruhe haben und die Kunden, die heute bei uns investieren, bekommen 100 Euro Bonus. Mhm. Und was ist das für eine App, die man da runterladen muss? Die App ist unsere eigene App und Sie können es einfach herunterladen. Sie werden von unserem Finanzberater Link bekommen per E-Mail. Einfach auf den Link klicken und unsere App herunterladen. Wie zum Beispiel Instagram, wie WhatsApp, Sie haben heruntergeladen. So machen Sie es bei uns auch, damit Sie unsere App auch haben und Ihr Konto wird immer in Ihrem Handy sein. Ja, und der Kontoberater, der ist das denn ein Deutscher oder was ist das für einer?
Ja, der ist Deutscher, aber wenn Sie zum Beispiel Englisch besser sprechen oder andere Sprachen, dann können wir andere Finanzberater mit dieser Sprache anbieten. Ja. Aber ja, er ist Deutscher und er ist sehr professionell, professioneller als ich und spricht besser Deutsch als ich. Weil es ist sehr wichtig, dass unsere Finanzberater Deutsche sind und damit sie einfach einander verstehen können. Ja. Und die Sprache ist sehr wichtig, richtig zu sprechen, richtig zu verstehen. Ja, Und also. ich bin nur Kontoberaterin. Ja, Deutsch ist ganz gut, weil Englisch kann ich nicht. Okay, hab verstanden. Dann unser Finanzberater wird Deutscher sein, Ja. von deutscher Abteilung. Und was muss ich jetzt machen? Okay, Herr Steiner, jetzt werde ich per E-Mail, aber zuerst sagen Sie bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie zum Beispiel Visa oder Master-Kreditkarte mit Online-Banking oder Giro Pay oder Online-Banking oder Sofort-Banking? Was haben Sie? Na, nehmen Sie auch so eine Dong-Swang-Card? Das ist wie ein Credit-Debit-Card. Ja, das ist eine chinesische. Okay, Chinesische? Ja. Deutsche Bankkarte, normale Bankkarte? Ja, sowas habe ich auch, aber normalerweise benutze ich ja immer die chinesische Karte. Leider wird unser Link nicht mit anderen Ländern Kreditkarten funktionieren. Deswegen sollen Sie deutsche Kreditkarte, deutsche Giro, Online-Banking benutzen. Ja. Wie alt sind Sie denn eigentlich heute geworden mit der Firma? Unsere Firma ist 2 Jahre und ich arbeite hier seit 1 Jahr. Ach so. Und ich heiße Lea Fischer und ich bin 23 Jahre alt. Ja, woher haben Sie denn den schönen Namen? Meine Mutter ist aus Polen und mein Vater ist Deutscher. Ich wurde in meiner Kindheit nach Deutschland umgezogen, aber zu Hause sprechen wir meistens Polnisch. Ja, in Deutschland sind viele umgezogen. Ja, besonders heutzutage. Okay, Herr Steiner, dann werde ich per E-Mail einen Link schicken. Ja. Und über diesen Link können Sie einfach die Einzahlung durchführen. Ja. Mit diesem Link können Sie nur 250 Euro investieren. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Okay, dann 250 ist die beste Variante für Sie. Aha. Warum? Moment. Wie bitte? Warum denn? Oh, Weil please, no wenn inflation. unsere Kunden Erfahrung in diesem Bereich haben, dann wollen unsere Kunden und verstehen alles, wie das läuft, dann wollen unsere Kunden mehr Geld verdienen, mehr investieren, zum Beispiel 500 oder 1.000. Und meistens bekommen sie Probezeit nicht, weil unsere Kunden brauchen es nicht. Die Erfahrenen, meine ich. Aber die Kunden, die keine Erfahrung in diesem Bereich haben, natürlich sollen Erfahrung sammeln, mit Minimalbetrag alles versuchen und danach Entscheidung treffen. Alles Schritt für Schritt. Ja. Okay, Moment mal, ich werde jetzt schicken. Also den Link, den schicken Sie jetzt an meine E-Mail-Adresse. Ja, genau. Ja, dann mache ich das mal auf. Kleinen Moment. Sie werden einen E-Mail von Lea Fischer bekommen. Das Ja. bin ich. Haben Sie schon geschickt? Ja, ich habe. Gucke mal, ich muss mich mal hier eben einloggen in meinen E-Mail-Dings. So. Gibt es bei Ihnen noch veganes Investment?
Gibt es bei Ihnen auch veganes Investment? Ja, wir haben alle Möglichkeiten, ja. Herr Steiner. Das ist perfekt. So, dann ist aber noch nicht da. Oder wie heißt, oder was ist denn der Betreff, der bei Ihnen drin steht? Dann kann ich ja da mal reingucken in die, mal danach suchen. Lea Fischer, das ist meine E-Mail. Und dort ist nur ein Link mit Schritten, habe ich geschickt. Ja, Fischer oder Viecher? Fischer. Viecher. Ja, und Ihre E-Mail-Adresse ist gerold.steiner. Nee, das ist meine. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja. Okay, und haben Sie vielleicht eine andere E-Mail-Adresse, Herr Steiner? Nee, haben Sie noch mehrere? Ich habe nur eine. Oh nein, habe ich nicht auch. Ja. Moment mal, ich versuche noch einmal zu schicken. Ja. Genau, schicken Sie die nochmal, weil jetzt ist noch nicht angekommen, also... Ja, Herr Steiner, ja. Jetzt werde meine Kollegin versuchen, von ihrer E-Mail-Adresse zu schicken. Ja. Sie heißt Manuela Futera, M. Futera. Sie werden unser Link von Sie bekommen. Ja, liegt die Frau Futera gut im Futter? Manuela Futera, sie kommt aus Spanien. Ja. Ja, und ich komme aus Polen und 50% Polnisch, 50% Deutsch. Ja, die Deutschen, die sind ja alle Warmduscher, ne? Ja, sehe ich auch so. So, dann gucken wir mal. Ich mach mal hier nochmal. Ist schon geschickt von der Frau, wie auch immer, habe ich den Namen schon wieder vergessen? Futera. Ja, genau, die gut im Futter liegt. Ja. Und ich bin Frau Fischer. Ja. Und Herr Steiner, Moment mal, ich gucke. Also Sie haben keine Visa- oder Master-Kreditkarte, ja? Wie ich verstanden habe. Doch, da habe ich auch was. Muss ich suchen. Okay, versuchen Sie Visa- oder Master-Kreditkarte zu finden. Weil wir können auf unserer Webseite mit der Kreditkarte die Einzahlung durchführen. Ja, ist wie Ostern, liegt immer mal woanders. Da müssen wir nochmal nachsuchen hier. Das ist so ein Fluch von Portemonnaies. Die sind immer gerne irgendwo, manchmal in der Sofaritze, manchmal irgendwo anders. Ja, das passiert bei mir auch so. Ja, die Dinger haben irgendwie ein Eigenleben, habe ich manchmal das Gefühl. So, ach ja, da war ja was mit der E-Mail. Die haben Sie schon geschickt, ja? Ja, ich habe geschickt, aber ich verstehe nicht, warum Sie es nicht bekommen haben. Okay, jetzt werde ich einfach überlegen, wie ich das schicken kann. Ja. Herr Steiner, können Sie vielleicht auf unserer Webseite die Einzahlung durchführen? Ja. Certainvest.io. Buchstabieren Sie mir mal das Name da. Ja, Moment mal, werde ich das machen. Certainvest, C wie Cäsar. Ja. E wie Emil. Ja. Moment. Ich werde auch es öffnen. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ein T, Habe ich auch getippt. Ja, A wie Anton. Ja, haben wir gefunden. I wie Ida. Ein I. N wie Nordpol. Ja. V wie Victor. Ein V, Ja, wie Victor. Ja. E wie Emil. Ein E. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ein T wie Theodor Fall, meinen Sie? Ja, Punkt .io. Ja. I wie Ida. O wie Otto. Ja.
So, dann gucken wir mal, ob wir den Kram hier aufkriegen. So, da ist so ein komischer Mann da auf der blauen Seite mit so gelben Händen. Als hätte er beim Pinkeln nicht aufgepasst. Okay, so Sie sind jetzt nicht auf unserer Webseite, ja? Nee? Wo bin ich denn denn? Moment. Ja. Sollen wir nochmal buchstabieren, weil es so schön war? Ja, wie ich buchstabiert habe, certainvest.io. Warten Sie, dann müssen wir das nochmal hier buchstabieren. Warten Sie, ich gucke mal. Okay. C wie Cäsar. Ja, ein C. E wie Emil. Ja, oder Erektionsstörung könnte man da auch sagen. Ja. R wie Richard. Ja, Oder oder Rotze. Rosa. Ja. T wie Theodor. Theodor Fall meinen Sie? Theodor. Nur T. Na, aber Wie T sagt man doch Theodor Fall. Tango. Wie Tango zum Beispiel. Ja, oder Theodor Fall. Theodor, dann Ja. A wie Anton. Ja, machen wir. Haben wir. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja, haben wir auch noch. Frau wie Victor. Ja, oder Viecher, Hammer. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Und T wie Theodor oder wie Tango. Oder Theodor Noch Fall. ein T. Nein, ein T. Nur T. Wie Tango zum Beispiel. T wie Theodor Fall, Ich. meinen Sie? Ja, T. Genau. Einfach ein T. Ja. Dann I wie Ida. Also ein P wie Punkt, ja? Ja, ein Punkt. Ja, also ein P. Ja, dann I wie Ida. Ein I, ja. Und O wie Otto. Ja, und dann? Und dann klicken Sie auf Enter Ja, machen wir. und dann werden Sie auf unserer Webseite sein. Jetzt kriege ich einen Raupenbumper angezeigt in der Werbung von Google. Ja, soll ich da draufklicken? Eine hydraulische Mulde. Okay. 2.499 Haben Euro. Das habe ich jetzt hier. nein, haben Sie auch HTTPS geschrieben? Was ist denn das? So wie eine HTTPS? normale Link, wie ein normales Link, wenn man schreibt. Was meinen Sie? Ähm, Ein Link, den tippt man so ja. wenn man ja, wenn man einen Link schreiben möchte, dann schreibt man HTTPS. Wissen Sie? Wenn ich soll das oben eintippen, jetzt in die Browserzeile. Ja, versuchen Sie auch, bevor certain invest. Ja, dann müssen Sie mir das buchstabieren, sonst nicht, bevor wir hier wieder was falsch machen. Okay, Herr wie Heinrich. He wie Heinrich, T wie Theodor. Hier oder Fall. Ja, und Ja. noch einmal T, Doppel-T. Also zwei Theodor Fall. Ja, fehlen aber nur ein. P. Nein, Doppel-T. Also ein doppelter Theodor Fall. Hat er zugenommen? Doppel-T. Ja, und Ja. dann P wie Paula oder wie Peter. Ja. Oder pupsen. S wie Samuel. Ja, oder schick geschnitten. Oh, Ja, da müssen dann wir aufpassen. Kommt hier Doppelpunkt. gleich wieder was in die Suchergebnisse. So, was? Dann Doppelpunkt. So übereinander die Punkte, ja? Also ein Ja, Turmpunkt. Doppelpunkt und dann Ja?
Schrägstrich. Ja. Schrägstrich. Zweimal Schrägstrich und dann Zweimal. Serdeinvest.io. Oh, Ja. ja, wie war das mit dem? Also, da habe ich schon wieder vergessen, wie man das schreibt. Und Serdinvest einfach C wie Cäsar, Ja. Serda Invest zusammengeschrieben. Also ein C und dann. C wie Cäsar, E wie Emil. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Theodor Fall. Ja. A wie Anton. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ein N, haben wir. N wie Nordpol. Noch Dann, eins? nein, nein, no, nur eins. Ach so. Herr Steiner, meine Kollegin Manuela Fotero hat einfach ein Foto per E-Mail geschickt Ja. mit unserer Adresse. Sie können einfach sehen, wie Sie es schreiben sollen. Können Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse prüfen? Guck mal. So, von Manuela Futera, die Manuela gute Butter Futera, legt. ja, oder M. Ja, das ist angekommen. Aber da kann ich nicht draufklicken auf das Bild. Ja, das ist Bild und dort können Sie einfach sehen, wie Sie unsere Adresse, unser Link schreiben sollen, damit Sie uns finden können. Ach so, na wenn Sie so einen Link geschickt hätten, wo ich gleich draufklicken kann, dann wären wir doch schneller. Muss ich es ja noch. Ja, ich verstehe, aber mit Link funktioniert es nicht. Ich Ach weiß so, nicht warum. billiges E-Mail-Programm. Heute können wir nur Fotos schicken. Ja, man spart ja heute, wo man kann, ne? So, dann, ja, ist wieder die blaue Seite mit dem Mann, der sich auf die Hände gepinkelt hat, mit so gelben Händen. Okay, so öffnen Sie noch einmal diese Webseite. Das ist unsere Webseite. Ja, habe ich gemacht, ja. Also der mit den vollgepinkelten Okay. Händen. Okay, und jetzt, Ja. was sehen Ja, und ein Mann, der hat so, weiß ich nicht, schon Fragezeichen, in Dollarzeichen soll das sein, auf dem Kopf. Aber ihnen ist sehr laut im Hintergrund, ne? Und dann hat er so gelbe, vollgepinkelte Hände. Und der sitzt vor einer Toilette, aber es könnte auch ein Laptop sein. Da steht nur Oben Logout. rechts, grün geschrieben. Da steht Logout. Oh, das bedeutet, Sie haben schon ein Account, ein Konto bei uns eröffnet. Ja, die Seite habe ich ja vorhin schon mal gesehen, aber dann habe ich irgendwie das Fenster aus Versehen zugemacht. Oh, habe verstanden. Ja. Und jetzt, Herr Steiner, gehen Sie auf Client-Portal. Das kleine Portal, ja. Client Portal und wo steht Finanz? Och, Klicken Sie drauf jetzt und Sie bin ich aber werden wieder einfach ausgelockt. deposit. Also, Okay. ich habe auf kleine Portal Können Sie gedrückt, dann habe ich da einloggen? kurz so eine Profilseite gesehen und dann war auf einmal alles weg. Okay. Alles ist in Ordnung, Herr Steiner. Ich werde jetzt Ihnen helfen. Ja. Ich werde ein einmaliges Passwort geben, damit Sie einfach einloggen können. Ja. Und Ihr Passwort können Sie nach der Einzahlung natürlich ändern. Ja. So, klicken Sie auf Login. Ja. Schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse aufmerksam. Also gerold.steiner@mdccfun.de, ja? Ja, Ihre E-Mail-Adresse. Ja, habe ich gemacht und dann? Und Passwort schreiben Sie ABC123 klein geschrieben, alle zusammen. Ja, das ist ja schön, schön einfach. So, A, B, C, 1, 2, 3, alles 2, 3. zusammen. Habe ich. Alle zusammen, ja, und klein geschrieben. Ach so, und Jetzt klein sind Sie geschrieben. Ja, und jetzt auf wo soll ich jetzt draufdrücken?
auf Sign-in. Ach hier, singen. Drin sein. Jetzt steht da wrong Login, dann so ein Schrägstrich und dann steht da Passwort. Wie bei wrong turn. Passwort haben Sie geschrieben. Was? Passwort haben Sie eingegeben? Ja, alles, was Sie gesagt 2, haben. Und jetzt sind Sie drin? Nee, bin nicht drin. Boris Becker ist noch nicht da. Okay. Okay, klicken Sie auf Sign In. Grün geschrieben, grüne Taste. Grüne, na, hab ich. Und dann kommt da Wrong Login Passwort. Kaputt. Moment mal. Ja. Nehmen Sie sich ruhig alle Zeit der Welt. Bis 20 Uhr haben wir Zeit, denn okay. Haben wir wieder eine Premiere. Also, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse eingegeben und Passwort, den ich gesagt habe. Ja, ja. Und dann sollen Sie auf Sign-In grün geschrieben, eine grüne Taste unten rechts klicken. Das war zu viel für mein Gehirn. Also, da steht Passwort falsch, glaube ich. Zumindest steht da was mit Passwort. Passwort falsch? Ja. Okay, Moment mal. Ja. Moment. Versuchen Sie ABC 1, 2, 3, 4, 5 zu schreiben als Passwort. Moment. Kleingeschrieben alle zusammen. C 1, 2, 3, 4, 5, ja? 1, 2, 3, 4, ja. Und Sign In. Ah ja, jetzt geht es. Jetzt macht er irgendwas. Also es sieht anders aus als vorher. Okay, jetzt sind Sie auf Clientportal und sehen Sie unsere drei Beträge. Wo denn? Nee. Wo sind denn drei Beträge? Achso, da unten, ja. 250, 500 und 1000. Mhm. Ja, und auf unserer Webseite können Sie einfach wählen. Ja. 250, 500 oder 1000. Ja. Klicken Sie auf 250 und auf Deposit. Ja, und dann kriege ich ja noch 75 Bonus, ja? Die können wir ja dann abziehen. 100. 100, ich habe versprochen. Achso, 100. Weil heute unser Geburtstag ist. Ja, gucken Sie, da habe ich wieder nicht richtig zugehört. Herr. Dann mache ich jetzt hier 150 und mit dem Bonus sind wir dann bei 250, ja? Ja, 250, um mein Konto zu eröffnen, aber damit machen Sie nichts. Sie investieren 250 sofort nicht. Sie machen alles mit unserem Bonus 2 Wochen. Und Sie werden es in Ihrem Konto sehen, wenn Sie mit unserem Finanzberater sprechen und der wird einen Link geben und für diesen Link können Sie einfach die App herunterladen. Ja, und wo muss ich jetzt, was muss ich jetzt drücken? Jetzt habe ich hier den Preis drin und jetzt... Herr Steiner, haben Sie 250 gewählt? Na, 150 habe ich gemacht und dann gibt es ja noch 100 Euro Bonus. Dann sind wir ja bei 200 Euro. Also 250 Euro. Nein, Herr Steiner, um ein Konto zu eröffnen, brauchen Sie 250. Ach so, also muss ich erstmal 250 und dann habe ich nachher 350 Euro auf meinem Konto. Genau, und 100 Euro werden Sie danach bekommen. Ach so. Jetzt klicken Sie auf 250. Ja, und dann? Dann auf Deposit. Auf die gelbe Taste, ja? Jetzt wählen Sie Kreditkarte. Da ist eine Kreditkarte, ja, habe ich. Jetzt sehen Sie ein Formular, wo Sie Daten Ihrer Kreditkarte eingeben sollen und einfach Ihre Adresse schreiben sollen, richtig? Naja, hier Kartennummer und dann sind da ganz viele Logos und dann soll ich den Namen nochmal eingeben und dann machen Sie, dann wollen wir mal schnell erstmal eine Kreditkarte machen. Genau, Herr Steiner. Jetzt machen Sie es aufmerksam in Ruhe. Ja. Ich werde nicht stören. Sie wollen nicht stören. Geben Sie Daten ein. Ja, ich werde nicht sprechen. Ach so, ja, aber dann ist ja so ruhig am Telefon. Das wollen wir ja auch nicht. Ich kann ruhig bleiben, wie Sie es schreiben. Ich kann sprechen, wie Sie wollen. Ja, Moment, ich brauche mal hier kurz einen Schluck von meinem Blubberwasser. Okay. Und Sie haben deutsche Kreditkarte, richtig?
Ja, die mit dem Elefantenpinsel Okay. obendrauf. Ja, das ist deutsche Kreditkarte. Prima. Das können Sie auch. Moment mal, das ist nicht Visa oder Master? Das ist so eine Vista-Karte. Mit welcher Nummer startet es? 4 oder 5? Muss ich mal gucken. Moment, ich gucke mir mal die Karte an hier. Erst schnell noch eine machen. Moment. So. Eine Vista-Karte sollen wir machen, ja? Aus Deutschland. Wie bitte? Eine Vista-Karte aus Visa-Karte? Deutschland brauchen Sie, ja? Ja, Visa oder Master-Kreditkarte. Ja. Und mit welcher Nummer startet es? 4 oder 5? Guck mal. Ist eine 4 am Anfang. Ganz eindeutig eine 4, bin ich mir sicher. 4, ja? Ja. Okay, das ist Visa-Karte. Also soll ich die Karte jetzt da nehmen, ja? Und dann die Daten da Ja, reinkopieren in das genau. Feld. Und ja, natürlich. Ja, kriegen wir hin, glaube ich. Moment. So. Dann, Sie schnauben so ins Telefon. Sie müssen mal ein bisschen das Mikrofon von Ihrem Rüssel wegmachen. Herr Steiner, wenn Sie Daten Ihrer Kreditkarte eingeben, da wird Save Template angezeigt. Klicken Sie drauf, damit die Seite nicht abgelaufen wird. Wo muss ich draufklicken? Wenn Sie Daten Ihrer Kreditkarte eingeben werden, Ja. dann wird unten Save Template angezeigt. Dort sollen Sie klicken, damit die Seite nicht abgelaufen wird. Ja. Und danach Ihre Adresse schreiben. Ja. Und was machen Sie beruflich, Herr Steiner? Beruflich, also Sie meinen so jobtechnisch. Beruflich. Ja. Genau, ja. Ja, das kommt immer drauf an, auf die Jahreszeit. Also jetzt im Moment bin ich immer noch Tellerablecker. Ja. Okay, das ist sehr toll. Bin ich auch. So. Und sind Sie schon verheiratet? Nee, das kostet ja bloß Geld. Aber wie alt sind Sie, darf ich wissen? Ich bin 29. Also frisch wie aus dem Eipad. Wie gerade frisch 29? ausgepresst. Oh, Sie sind sehr jung und ich Ja. bin 23. Noch saftig wie eine Zitrone. So, jetzt habe ich ja alle meine Daten reingefummelt. Jetzt drücke ich hier auf Bestätigen, ja? Moment mal, Herr Steiner, wo steht Telefon? Ja, dort, wo steht 000, schreiben Sie 4 und 9. Also Und 4-9, wo steht Telefon, schreiben Sie Ihre Nummer ohne Vorwahl, Ihre deutsche Nummer, Telefonnummer. Ich meine, ohne die Länderkennzeichen, also ohne das Länderkennzeichen, weil ohne Vorwahl kommen sie ja nicht durch, denn. Sie benutzen deutsche Telefonnummer. Ja. Okay, Meistens. dann schreiben Sie dort 4 und 9 und danach Ihre Nummer ohne Vorwahl. Und dann auf Bestätigen oder wo? Ja, auf Bestätigen oder Submit auf Englisch. So, ach so, Und hier. jetzt Aber hier sollen steht Sie ja, mit. hier steht, bitte wählen Sie einen Betrag aus. Probiere ich nicht. Habe ich doch. Okay, und jetzt sollen Sie mit Ihrem Online-Banking die Einzahlung bestätigen? Ja, aber geht nicht. Dann kommen bitte, wählen Sie einen Betrag in der Liste. Habe ich ja. Okay, wählen Sie Betrag 250. Ja, das steht ja da oben. Es ist ja dran, aber es geht nicht. Kaputt. Vielleicht, weil am Anfang haben Sie 150 geschrieben, deswegen, Herr Steiner. Aber hier oben steht ja Ja? 250 drüber.
Okay, können Sie einfach zurückgehen, wo Clientportal ist, und noch einmal von Anfang an es machen? Also klicke ich oben nochmal auf Clientportal und dann machen wir den ganzen Bums hier nochmal von vorne. Genau, und klicken Sie auf 250. Schreiben Sie nicht, nur 250 klicken Ja. und auf Deposit. Ja, habe ich vorhin auch gemacht. Okay, und jetzt noch einmal Formular ausfüllen. So, ja. War ja sonst nichts zu tun. Dann male ich jetzt hier den ganzen Bums nochmal rein. Moment. So, erstmal die Nummer. So. Nummer drin. Und dann die Rechnungsadresse. Hat er sich den Bums hier nicht mal gespeichert. So, aber Sie schnaufen so ins Telefon. Nehmen Sie mal Ihren Rüssel da so ein bisschen weg. Und jetzt? Ja, ich bin immer noch an dem Daten reinklimpern. Das dauert ja jetzt wieder eine Weile. Ja, ich warte, Herr Steiner, machen Sie sich keine Sorgen, machen Sie es in Ruhe, Ja, Zeit haben wir aufmerksam. ja. Vergessen Sie nicht, auf Save Template zu klicken. Ja, wo ist ein Safe Template? Ich sehe so einen Knopf nicht. Oder es ist zum Beispiel auf Deutsch geschrieben, speichern. Unten, wenn Sie Daten Ihrer Kreditkarte eingeben, da wird Safe Template geschrieben. Ja, sowas haben wir nicht. Okay, das ist okay, dann schreiben Sie weiter. Ja, einen Moment, ich muss hier noch die CVV-Bumsnummer noch rein. So. 12.055. So, jetzt muss meine Telefonnummer hier wieder. Da war ja das mit der 49 und dann. Telefonnummer, wo steht ja 4 und 9 und danach Ihre Nummer ohne Vorwahl. Ja, machen wir mal einen Moment. So. Jetzt gehe ich wieder auf Bestätigen und dann steht wieder, bitte wählen Sie einen Betrag in der Liste. Ist kaputt, euer Ding hier von Wish. Okay, und können Sie drauf nicht klicken und den Betrag wählen? Ja doch, draufklicken kann ich schon, aber dann steht, bitte wählen Sie einen Betrag in der Liste. Und welche Beträge haben Sie in der Liste? Ja, gar keinen. Ich drücke unten auf Bestätigen und dann passiert nichts. Und dort steht nicht Nee. 250 zum Nee. Beispiel. Da oben drüber. Aber ich bin ja jetzt hier auf der Seite, wo ich die Kreditkartendaten eingebe. Und das habe ich gemacht. Und wenn ich auf Bestätigen klicke, dann kommt nichts. Kaputt. Okay, Herr Steiner, Moment mal. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben mitgebracht. Aber Sie können so lange ruhig weitererzählen. Wird ja sonst so langweilig. Auf 250 auf den Betrag zu klicken und danach bestätigen. Ja, kann man Weil nicht. jetzt sollen Sie mit Ihrem Online-Banking die Einzahlung bestätigen. Ja, da kann man nicht draufklicken. Und da können Sie es schreiben. Nee. Kennen Sie Ihr eigenes System nicht so gut? Herr Steiner, können Sie einfach einen Screenshot machen und per E-Mail schicken zum Manuel Futterer. Ich müsste sehen und verstehen, was für ein Problem da gibt. Was soll ich machen? Einen Screenshot machen und zum Manuel Futterer schicken Was ist per das? E-Mail. Manuel Futterer, das ist meine Kollegin, die ein Foto von unserer Webseite geschickt hat. Verstehe ich nicht. Einen Screenshot können Sie machen, Was ist das? was Sie jetzt auf Screenshot, ein Foto, was Sie Ach so, ich auf soll der meinen Bildschirm Seite jetzt sehen. abfotografieren. Ja, genau. Ja. Und zur Manuela Futterer per E-Mail schicken, damit ich verstehe, was für ein Problem da gibt. Ja, dann mache ich da mal ein Bild davon jetzt, ja? Okay, ja, ich warte. So, muss ich das hier irgendwo speichern? Muss mal gucken, wie das Ja, geht. genau. Aber sie schnaufen so die ganze Zeit ins Telefon.
Ja, jetzt habe ich das Bild gemacht. Jetzt muss ich da erstmal auf das Ding gehen, wo sie mir da auch ein Foto geschickt haben. So, jetzt gehe ich auf Antworten. Ja, die gut im Futter liegt. Ja, habe ich gemacht und jetzt schicke ich das Foto raus, ja? Also habe ich gesendet. Ja, genau. Moment mal, ich gucke. Ja. Guckst du hier, guckst du da, guckst du überall. War ganz schön laut da bei Ihnen. Ja, klicken Sie auf Bestätigen, Herr Steiner. Ja, habe ich gemacht und dann geht's nicht. Dann steht, ich soll den Betrag auswählen. Versuchen Sie, wo steht Adresse 2, Ihre Hausnummer zu schreiben. Dort Hausnummer zu schreiben. Ja, habe ich gemacht, steht das gleiche da. Bitte wählen Sie einen Betrag in der Liste. Okay, dann wählen Sie 250, aber Sie haben doch Ja, steht ja da. Okay, und was für ein Problem gibt es? Fotografieren Sie und schicken Sie per E-Mail bitte, Ja, habe ich weil ja Sie gemacht. haben und klicken Sie auf Vorlage speichern. Ich soll da den Haken setzen, meinen Sie? Oh, und Land haben Sie nicht geschrieben. Land Germany wählen. Ach Land, so. Bundesland haben Sie nicht geschrieben, Ja, das deswegen. haben Sie ja nicht gesagt. So, dann. Aber da kommt kein. Nein, alles ist wichtig. Land ist Germany. Ja, da gibt's keinen Germany. Gibt's da nicht. Oder Deutschland suchen Sie. Gucken wir mal. Ach ja, da Deutschland. Ja, und Bundesland, schreiben Sie Ihr Bundesland. So, jetzt ist drin, ja, geht. Okay, jetzt auch bestätigen. Jetzt muss ich da noch eine Telefonnummer eintragen. Schon wieder. Haben wir doch gerade erst. Ja, genau. Ja, weil Sie sollen danach mit Ihrem Telefonnummer bestätigen, schreiben Sie noch einmal. Ja. Ja, ich bin hier. Herr Steiner, können Sie noch einmal Ihre E-Mail-Adresse prüfen? Ich habe den Link geschickt. Ich gucke mal. Jetzt habe ich hier noch jetzt habe ich hier noch Von mal Ihren Namen gerade Manuela bekommen von den Laden da. Futterer haben Sie jetzt ein E-Mail bekommen? Als eine Antwort, ein E-Mail zurück Warte mal, auf von. Ihre Screenshot, falls Sie Ich habe einen von Link Ihr Viecher was bekommen. Da steht, öffnen Sie dieses Link. Oben rechts wählen okay. Sie German und dann Select Currency. Genau. Das habe ich Und bekommen. sehen Sie unser Link? Den Link sehen Sie? In dieser E-Mail. Klicken Sie auf den Link, den ich geschickt habe. Da ist aber kein Link zum Klicken. Ach doch, da ist ein Link, ja, drücke ich mal drauf. So, jetzt Okay, ja. habe ich da drauf geklickt, ja. Jetzt sehen Sie auf der Seite Pay for your order. Ja, da steht sowas. Und was muss ich jetzt machen? Gibt es das Und auch auf Deutsch? ja, oben rechts sehen Sie Language, wählen Sie German. Da, Language. Hier eine Laguste. Ja, genau, German. Ja, und jetzt Und steht jetzt hier, Sie zahlen sollen Sie für Ihre plötzlich Bestellung. Österreich. Was habe ich denn bestellt jetzt? Nicht, dass morgen Genau. eine Waschmaschine kommt oder sowas. Nein, nein. Das ist wie eine Online-Bestellung. Das ist, wo Sie eine Einzahlung durchführen können.
Verstehen Sie, weil eine Einzahlung ist wie eine Bestellung. Das heißt, Sie haben ein Konto bestellt sozusagen, deswegen ist es so geschrieben da. Ach so. Und Select Currency wählen Sie Euro und klicken Sie auf Zahlen Sie jetzt. Ja, hier EUR soll ich da anklicken, ja? So, jetzt drücke ich da drauf auf Zahlen Sie jetzt. Und jetzt kommt hier schon wieder was. Aber jetzt steht hier Betrag 248. Genau, das ist im Dollar geschrieben, aber Sie sollen 250 einzahlen. Aber das kann man nicht anklicken. Hier also, kann man 248, 311, 356, genau. 317, 504 und 204 anklicken. 248 klicken Sie. Habe ich gemacht, ja. Schon geschrieben. Mhm. Okay, und jetzt geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein. Welche persönlichen Informationen? Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Kontaktnummer. Sehen Sie? Und dann Steiner. Jetzt wieder die E-Mail-Adresse. Gerold. Und Steiner at mdccfun.de. So. Jetzt hier Kontaktnummer. Da muss ich ja bestimmt erstmal wieder Deutschland suchen hier in der Liste. Ja, Germany. Mhm. Deutsche Flagge. Ah ja, da ist deutsche Dings. Hm. So, dann, achso. Und Ihre Telefonnummer ohne Vorwahl. Ohne Dort Vorwahl. Ist ein Beispiel geschrieben, das Sie können, ja. Ohne Vorwahl. Ja, machen wir ohne Vorwahl. So wie Sie das sagen, machen wir das. So, dann haben wir jetzt die Telefonnummer ohne Vorwahl, nur mit der Deutschlandflagge davor. So, bei Land, da müssen wir genau. Bestimmt wieder Germany oder sowas. Germany. Da ist schon wieder, Ja, Germany. Und Stadt sind wir in Deutschland. Nee, das stimmt ja gar nicht. In Berlin. Stadt Berlin, ja. Straße, Postleitzahl. So, die Straße ist die Braunschweiger Straße 77, die Postleitzahl 12055 und Berlin nochmal. Und Region ist Bundesland. Ja. So, und jetzt Zahlungsart. Wählen Sie eine Zahlungsmethode, sollen wir jetzt hier nochmal antipseln, ja? Ja, sowas haben Sie. Deutsche Giropay, Deutsche Sofort Banking, Deutsche Kreditdebitkarte. Sie können einfach Kreditdebitkarte. Nein, Sie haben keine Bestätigung. Dann können Sie mit Giropay oder Sofort Banking einzahlen. Was ist das? Kenne ich nicht. Sehen Sie, so, was haben Sie? Sie haben deutsche Kreditkarte, richtig? Ja. Und haben Sie deutsche Sofort Banking oder deutsche Girokonto? Ich habe ein ganz normales Konto, ja. Okay, so, Sie haben Girokonto, dann klicken Sie auf Giropay. Ja. Dann jetzt einzahlen. Komisch. Jetzt hier Giropay habe ich noch mal drauf. Achso, da jetzt einzahlen, ja. Irgendwie ist die Seite komisch bei Ihnen. Und jetzt soll ich da meinen Namen wieder reinschreiben, oder was? Anmeldename, ja, und nicht Ihre vierstellige PIN von Girokonto. Mein Girokonto hat doch gar keine PIN. Oder wie meinen Sie das jetzt? Sie haben einen Passwort von Girokonto. Was soll ich da bei Name reinschreiben? Okay, schreiben Sie Ihren Anmeldename und diese nicht vierstellige PIN, sondern Sie haben eine andere PIN für Giropay eingeben. Ach so, da soll ich denn die PIN-Nummer von meinem Bankkonto angeben? Genau, ja. Ja, also gebe ich da jetzt meinen Namen? Drei Nummer oder mehr Nummer als vier sein.
So, habe ich gemacht, ja. Jetzt soll ich die Bankleitzahl eingeben oder die BIC. Was ist dort geschrieben? Ja, Bankleitzahl oder BIC soll ich da angeben? Dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie die Bankleitzahl davon ist. Okay, gucken Sie. Ja. So. Oder einfach dasselbe Ihre PIN eingeben. So, dann soll ich da bei der Bankleitzahl nochmal die PIN-Nummer eingeben. Ja, versuchen Sie PIN. Ja, dann machen wir da die PIN. Gut. So, Bankleitzahl, was ist das? Das schreiben Sie. So, und jetzt steht hier, möchten Sie die Bankausfall speichern? Mhm. Machen wir. Und nun? Jetzt steht hier, sorry, das Bezahlen hat nicht geklappt. Okay, und können Sie bitte zurückgehen und als Bankleitzahl BIC schreiben? Ach, da soll ich BIC schreiben? Also BIK oder ja. Wie? Ja, so Bankleitzahl BIK. Geht nicht. BIK kann man da nicht reinschreiben. So, Sie haben richtig die Anmeldename und PIN von Ihrem Girokonto eingegeben. Okay, und dann schreiben Sie Bankleitzahl, das ist BK-Nummer. So, soll ich da BK-Nummer schreiben oder was? Ja, BK-Nummer. Dann schreiben wir da BK-Nummer rein. So, haben wir BK-Nummer reingeschrieben und jetzt lädt die Seite und dann steht da wieder, geht nicht. Macht das so, wie Sie das sagen. Dort ist geschrieben, die Einzahlung ist fehlgeschlagen. Hier steht, leider stimmt die ausgewählte Bank aktuell nicht. An GiroPay-Teil. Achso, nimmt, ja. Hm, geht nicht. Die Bank geht nicht. Die macht nicht mit GiroPay, steht da. Moment mal. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, ich kann warten. Sie hatten, Sie sollten Ihre Bank wählen und die richtige Name eingeben. Ja, den Namen habe ich eingegeben, aber da kommt dann keine Bank zum Auswählen. Okay, aber dort ist auf Deutsch alles geschrieben, Herr Steiner. Ja. Okay, und haben Sie Sofort Banking? Was ist das? Das ist deutsche Online-Banking. Da kenne ich mich nicht mit aus. Okay, Herr Steiner, Moment mal. Erinnern Sie sich, Sie haben richtig Ihre Wohnadresse, Telefonnummer geschrieben, ja? Ja, ohne Vorwahl. Genau, das habe ich alles richtig reingeschrieben. Und die Telefonnummer, da habe ich die Vorwahl weggelassen, so wie Sie das gesagt haben. Und Zahlungsarten haben Sie GiroPay gewählt? Ja, das haben Sie ja auch gesagt, dass ich das anklicken soll. Da habe ich dann auf GiroPay geklickt und alles eingegeben, was Sie mir gerade gesagt haben. Hatten Sie eine Seite, wo Payrex geöffnet war? Was für eine Seite? Nachdem Sie jetzt einzahlen klicken, dann wurde eine Seite geöffnet, wo steht Payrex. Und dort sollten Sie noch einmal den Betrag schreiben und Payment Method wählen. Ja, was soll ich denn jetzt genau machen? Ich verstehe nicht so ganz, was Sie jetzt meinen. Okay, also. Moment mal, ich überlege mich. Ja, ich überlege mich auch manchmal. Okay, ich wüsste nicht, warum das nicht geht. Okay, deswegen können wir, Herr Steiner, eine normale Banküberweisung machen. Ja. Aber das wird ein oder zwei Tage dauern, weil wir sollen Ihr Konto verifizieren. So lange? Das ist eine ausländische Banküberweisung. Ein oder zwei Tage, nicht mehr. Ach so. Und ja,
Aber dann dauert es ja so lange, bis ich da anfangen kann. Ich wollte ja gerne heute schon anfangen und da weiß ich nicht. Vielleicht sollen wir es mal mit mehr Geld probieren. Okay, Moment mal, Herr Steiner. Ja, na klar. Hallo. Hallo, Herr Steiner. Ja, wer ist denn da jetzt? Ich spreche mit Manuela. Ich habe Ihnen also vielmals E-Mail geschickt. Ja, ich habe die E-Mail, ja, genau da. Von mir E-Mail bekommen. Ja. Ja, Manuela Futterer, das bin ich. Ja, okay. Ich bin auch Kontoberaterin. So. Okay, Herr Steiner, Sie haben also alles richtig gemacht. Ja, am Ende haben Sie Giro gewählt, aber klappt das nicht, richtig? Ja, das klappt da irgendwie nicht. Keine Ahnung, woran und das liegt. Was zeigt ihr dort? Was ist dort geschrieben? Können Sie einfach lesen, warum klappt das nicht? Also, ich muss jetzt die Seite nochmal suchen. Mittlerweile habe ich hier schon so viele Seiten auf. Ich glaube, die habe ich gerade zugemacht. Und, Hier habe ich jetzt schon zu. Okay, Herr Steiner, Sie haben Giro. Okay. Sie haben Girokonto, richtig? Und haben Sie Online-Banking, ja? Nee. Haben Sie beide? Ich habe nur so, so ein ganz normales Konto. Da muss ich immer hin mit einem Zettel. Ganz normales, das ist kein Giro? Nein, ein ganz normales Bankkonto. Kein Giro oder Giro? Bankkonto, okay, super. Dann machen wir so. Dieses Link, das ich Ihnen geschickt habe, klicken Sie drauf wieder. Wir werden zusammen nochmal machen. Wenn es klappt nicht, machen Sie keine Sorge. Wir machen nochmal eine Überweisung. Ja. Alles ist in Ordnung. Ja. Klicken Sie drauf, öffnen Sie jetzt. Oben rechts wählen Sie deutsche Sprache und Betrag wählen Sie Euro, natürlich. Ja, habe ich gemacht. Dann schreiben Sie Ihre Daten, wie Sie schon gemacht haben. So, dann wenn gebe Sie fertig sein werden, am Ende einfach. Gebe ich nochmal alles ein, ja. Als Zahlungsmethode, ja, geben Sie alles ein und am Ende Zahlungsarten wählen Sie sofort Banking, nicht Giro, okay? Moment. So, dann nochmal okay, die E-Mail-Adresse. gerold.steiner@mdccfun.de. So, dann muss genau. Ich ja jetzt hier wieder Deutschland in der... Nummer. Ja, genau. Die so. Deutsche Flagge, richtig. Ihr Nummer ohne Vorwahl. So, nee, da finde ich... Ach, das ist so unübersichtlich mit der Eulenliste. Da ist Deutschland. Mhm. Haben wir gefunden. So, und jetzt wieder die Telefonnummer ohne Vorwahl, ja? Ohne Vorwahl, richtig. Ja, die können wir natürlich weglassen. So, dann habe ich die raus. So... Und jetzt, so Land ist dann... Ihr Land, Germany. Ja, Land, genau. Germany wählen Sie. So, dann haben wir Straße, Braunschweiger Straße 77, Postleitzahl und Region wieder Berlin. Und jetzt bei Zahlungsmethode soll ich jetzt sofort Banking nehmen? Sofort Banking, richtig. Mhm, dann gehe ich jetzt auf Einzahlen. Ja, genau. Jetzt steht hier Pay 248 Euro, Using Sofort Banking. Hallo? So, nun ist sie weg. Eventuell, weil das Gespräch jetzt tatsächlich eine Stunde ging, hat wohl der Telefonautomat bei der netten Tante direkt aufgelegt. Jo. Bin ich ja mal gespannt, ob die nette Dame nochmal zurückruft. Bis jetzt klingelt nix. So, nochmal zurückzurufen. Oh doch, jetzt klingelt das Telefon wieder. Ja, hallo? Hallo, Entschuldigung, die Verbindung war weg. Ja, Sie waren irgendwie auf einmal weg, ja? Ja, Entschuldigung. Okay, haben Sie alles geschrieben? Na, hier steht jetzt Pay 248 Euro, Using Sofort Banking. Richtig. Mhm, richtig. Und jetzt einzahlen. Ja, drücke ich. Klicken Sie jetzt einzahlen. Mhm. Jetzt wird eine neue Seite geöffnet sein. Alle akzeptieren. Und wo steht, wählen Sie Ihre Bank? Wählen Sie Ihre Bank. Zum Beispiel Sparkasse, Volksbank, Postbank, Commerzbank, Deutsche Bank. So, jetzt haben wir hier Targo Bank. Habe ich gedrückt, ja. Okay, dann drücken Sie drauf. Und weiter, wenn Sie weiterklicken, wenn Sie draufklicken, dann wird eine neue Seite geöffnet sein. Wo steht,
Karte. Sie haben eine andere PIN, schreiben Sie Ihre andere PIN. Was sind für eine PIN? Sie haben eine andere PIN, ja? Sie haben zwei PIN. Als Passwort sozusagen für also Ihre also Online-Banking. Na, ich habe ja kein Online-Banking. Okay, Ihr Konto sozusagen. Ja. Sie haben ein Konto, ja? Damit Sie schreiben Sie Anmeldename von Ihrem Konto und PIN von Ihrem Konto. So was habe ich nicht. Okay, was haben Sie? Ein ganz normales Bankkonto, da habe ich keine Login-Daten. Da muss ich noch mit dem Wie Zettel kann hingehen. Kann es so sein? Doch. Kann es nicht so sein? Alle Kunden haben Login und Passwort. Ich habe ja keinen. Anmeldename? Ich habe ja kein Online-Banking. Was für ein Konto ist das? Können Sie Namen nennen? Das ist ein ganz normales Tagesgeldkonto von der Tago Bank. Kein Giro, kein Sofort, kein Online-Banking, nichts, ja? Nee, ist ein Prepaid-Konto. Okay, wenn Sie möchten sich einloggen, was schreiben Sie, wenn dort drin? Schreiben Sie Ihre Anmelde- oder Benutzername und Passwort. Sie geben nicht ein, aber jederzeit öffnen Sie Ihr Konto und machen Sie Transaktionen. Wie kann es so sein? Na, das mache ich ja in der Bank. Ich gehe ja in die Bank mit einem Zettel und dann bekomme ich das Geld in bar. Okay, jetzt haben Sie keinen Anmeldename oder PIN, ja? Nee, sowas habe ich von nicht. Ihrem... Verstanden. Ja. Okay, danke. Dann ich leite weiter. Sie machen eine normale Banküberweisung und schicken Sie ein Foto. Danke vielmals. Und wie geht das? Herr Steiner? Ja? Das bin wieder ich. Wie ich verstanden habe, Sie haben kein Online-Banking oder Sofort-Banking für Deutsche. Ja, deswegen werden wir eine normale Banküberweisung machen und dafür brauche ich Ihre Adresse und Postleitzahl. Können Sie bitte einfach buchstabieren, damit ich schreiben kann? Was soll ich buchstabieren? Ihre Adresse und Postleitzahl. Ja, also die das ist die Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. Mhm. Können Sie bitte noch einmal die Straße nennen? Braunschweiger Straße 77. Mhm. Ja. Und Postleitzahl? Ist die 12055 Berlin. 12055? 12055. Nochmal bitte. 12055. 055. Ja. Okay, danke, Herr Steiner. Ich habe eine Stunde von Ihrer Zeit genommen. Mhm. In 10 Minuten werde ich unsere Bankverbindung schicken. So lange dauert es? Ja, wir sollen sozusagen es zusammensetzen und unsere Bankverbindung schicken. Schon was? Vor den 10 Minuten. Ja. Damit wir Ihre Adresse schreiben und unsere Adresse und Betrag dort schreiben. Ja, ich kann ja so lange am Telefon warten. Schon mal zusammensetzen. Okay, deswegen warten Sie kurz. Ja. Ganz schön laut bei Ihnen. Ja, Entschuldigung, Herr Steiner, wir dort haben wir viele Mitarbeiter und damit wir einander nicht stören, haben Sie Musik und es ist einfach ein bisschen zu laut, deswegen. Ja, ich habe auch Musik laufen. Mhm. Moment. Ja. Aber Herr Steiner, warum haben Sie kein Online-Banking für Ihre Visa-Kreditkarte? Sodass Sie die Transaktionen einfach bestätigen können mit Ihrem Telefonnummer oder Online-Banking-App. Nee, das ist mir alles zu unsicher. Wenn Sie ein Online-Banking in Ihrem Handy haben können. Ja, aber das ist mir alles zu unsicher. Das habe ich lieber so, dass ich da noch hingehen muss. Dann gibt man ja auch nicht so viel Geld aus. Oh, habe verstanden. Ja. Und Sofort-Banking haben Sie auch für Deutsche.
Banken. Was meinen Sie? Also in Deutschland gibt es auch solche Möglichkeit, als Sofortbanking zu haben. Das ist wie Online-Banking, aber alles haben Sie in Ihrem Konto. Das ist nur online. Online Bankkarten, einfach online. Und Sie haben nur Kreditkarten, ja? Keine App für diese Kreditkarten, richtig? Nee, ich mache das alles am Schalter. Ich habe verstanden. Weil jetzt, weil alles online ist und manche Kunden wollen nur online alles machen und per online Sachen bestellen. Deswegen öffnen die Kunden Online-Banking oder Sofort-Banking oder Giropay, zum Beispiel beim Sparkasse. Und damit sie nicht nur die Kreditkarte in ihrem Hand haben, sondern auch in ihrem Handy auch die App haben. Vielleicht zum Beispiel haben sie Kreditkarte zu Hause vergessen, ja, aber sie brauchen das. Dann können sie einfach die App in ihrem Handy öffnen und einfach etwas bestellen oder weiß ich nicht, ihre Kreditkarte so benutzen. Ja, aber das ist mir alles zu unsicher. Sowas mache ich nicht, weil das, da habe ich das Geld lieber auf meinem Konto und hole das dann in bar runter. Weil Bargeld ist tatsächlich das, was wir ja heutzutage noch ehren und schätzen sollten. Da lernt man wenigstens noch richtig mit Geld umzugehen, wenn man Geld in der Hand hat. Wenn das alles so digital ist, dann, ja, dann hat man ja einfach gar nicht mehr das Wertgefühl für richtiges Geld in der Hand, ne? Früher als Kind dachte ich immer, dass das Kupfergeld oder beziehungsweise die Stückchen, na, also die Geldstücken, dass die mehr wert sind als die Scheine. Weil im Grunde genommen ist das ja alles nur so ein mündlicher Vertrag, dass da überhaupt Wert drauf ist auf so einem Geld. Aber früher dachte ich immer, mehr Gewicht ist auch automatisch mehr wert. Ich wollte immer wenn meine Großeltern mir Geld geschenkt haben, dann habe ich immer gesagt, nee, ich will das nicht. Weil das, wenn es so ein Schein war oder so, ne, so ein 5-Mark-Schein damals, da wollte ich dann immer lieber ein 5-Euro-Stück haben. Da gab es ja noch ein 5-Euro-Stück. Das hat tatsächlich sogar witzigerweise genau in diese Seifenblasen, die man heute noch kaufen kann, hat das 5-Mark-Stück genau reingepasst. Da hatte ich immer dann erst Seifenblasen geschenkt bekommen und da habe ich dann meine 5-Mark-Stücke drin gesammelt. Ja, verstanden, Herr Steiner. Ja. Und Sie wollen nicht in Ihrer Kreditkarte viel Geld haben, ja, weil Sie unsicher dazu sind. Na, ich hebe das immer ab. Ich behalte das dann zu Hause. Das habe ich hinten rechts in der grünen Schublade, unten links. Mhm. Ja. Habe verstanden. Und welche andere Kreditkarten haben Sie von anderen Ländern? Haben Sie? Na, da habe ich ja die Dongswang-Karte. Das ist ja, die nehme ich immer, wenn ich dann so beim Einkaufen mal kein Bargeld ausreichend mit dabei habe, dann benutze ich die Dongswang-Karte. Die habe ich tatsächlich mal in einem Einkaufszentrum in China gefunden. Die lag da einfach rum und seitdem benutze ich die einfach. Ja, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen oder shoppen sozusagen, dann benutzen Sie die Plastik-Kreditkarte. Aber ja, wenn man online etwas bestellt, dann manchmal braucht man Online-Banking, damit man die Transaktion bestätigen kann und damit alles sicher ist. Ja, das mache ich. Damit es sicher ist, mache ich das immer alles in bar. Oh, also Sie haben Bargeld, okay, ich habe verstanden. Aber warum sind Sie so dagegen zu Online-Banking? Na. Zum Beispiel, ich sage nicht, dass Sie sollen viel Geld in Online-Banking haben, aber so haben Sie, damit Sie, wenn etwas online bestellen, können Sie einfach bestätigen, dass Ihre Kreditkarte ist und niemand kann es nehmen. Ich habe das, wie gesagt, lieber immer alles in bar, weil Online-Banking, das ist ja immer so eine Sache. Und bestellen Sie nichts online? Nee. Also online bestelle ich normalerweise nichts. Von Amazon auch nicht? Nee, da habe ich keinen Account. So, Sie finden alles, was Sie brauchen, im Laden? Ja, natürlich finde ich alles, was ich brauche, im Laden. Das gibt es ja hier alles um die Ecke. Da gehe ich gerne mal in den Mediamarkt rein oder... Ja, kauf mir mein Essen halt noch im Laden. Ne? Ich lasse mir das alles nicht zuschicken. Ich gehe da noch direkt hin und habe halt richtig Bargeld dafür, wo ich dann meistens mit bezahle. Oder ich nehme halt die Dongswang-Karte, die ich mal in China gefunden habe, in einem Einkaufszentrum. Oh, verstanden. Ja. Herr Steiner, jetzt
Screenshot, den Sie geschickt haben. Und wo steht Daten Ihrer Kreditkarte? Sie haben nicht Ihren Namen und Nachname eingegeben. Sie haben etwas Komisches geschrieben. Warum so? Von der Kreditkarte meinen Sie jetzt, oder was? Ja. Ja, das ist ja nicht meine. Ja, das ist nicht meine. Die kann ich aber immer mit benutzen. Abdullah hat mir die gegeben. Aber wer ist das? Das ist ein Bekannter. Und Bekannter? Ja. Aber warum haben Sie Ihren Vorname und Nachname auf Ihrer Kreditkarte nicht? Na, weil das nicht meine Kreditkarte ist. Ich benutze ja sowas nicht. Moment mal, und welche Kreditkarte ist das? Das habe ich Ihnen ja erklärt. Das ist die Kreditkarte von einem Bekannten. Der ist hier unten von der Dönerbude. Wissen Sie, das ist manchmal eigentlich ziemlich dreckig, aber das ist tatsächlich der beste Döner in der Stadt. Da steht so dieser Dönerspieß direkt an der Fensterscheibe. Und naja, dementsprechend sieht halt die Fensterscheibe auch aus. Ne? Kann man sich vorstellen, dass da alles voll mit Fettspritzern ist. Aber das ist ja tatsächlich meistens immer so. Bei der dreckigsten Gammelbude schmeckt das Essen einfach am besten. Hab verstanden. Und das ist das Problem, Herr Steiner. Deswegen können Sie die Einzahlung nicht durchführen, weil Sie benutzen nicht Ihre Kreditkarte mit Ihrem Namen, sondern von Bekannten. Deswegen. Und Ihre Bekannte hat kein Online-Banking, um die Transaktion zu bestätigen. Und das ist das Problem. Na, Sie haben mir das nicht gesagt, dass Sie nicht Ihre eigene Kreditkarte benutzen. Ach so, danach jetzt haben Sie ja nicht gefragt. Ja, nein, Herr Steiner, wenn Sie etwas besonders mit Investitionen machen, dann sollen Sie natürlich Ihre Kreditkarte, Ihre eigenen Daten eingeben, nicht von zum Beispiel Bekannte oder Unbekannte, ja. Weil das nicht logisch ist und ja, Sie sollen einfach Ihre eigene haben, wie Sie Ihre eigene Handy haben und so weiter. Ach so. Jetzt, wenn Sie sprechen, dass Sie nur bar alles kaufen und zahlen, jetzt verstehe ich, dass Sie nicht Ihre eigene Kreditkarte wählen. Deswegen war die Transaktion fehlgeschlagen und es wurde nicht abgeschlossen. Ach Gottchen. Ja, wir haben Problem herausgefunden. Okay, und was machen wir da jetzt genau? Was muss ich da jetzt machen, damit das funktioniert? Also Sie haben Ihre eigene Kreditkarte nicht, ja? Ja doch, da habe ich ja die Dongzhuang-Karte, die habe ich ja mal gefunden in China. Die lag da einfach im Einkaufszentrum auf dem Fußboden und da habe ich mir gedacht, ich nehme die einfach mit. Und beim Einkaufen funktioniert die ja manchmal. Mhm. Weil ich habe eben, normalerweise mache ich das ja immer alles mit Bargeld. Aber dadurch, dass ich ja nicht immer Bargeld dabei habe, habe ich, dass ich dann ab und zu mal die Karte dann einfach nehme, die ich mal da in China gefunden habe. Ja, ich verstehe. Sie haben diese Kreditkarte, diese Karte, aber Sie können die Transaktion auch nicht mit Ihrem Telefonnummer oder Online-Banking bestätigen, weil Ihre Kreditkarte ist nicht mit Ihrer Telefonnummer oder Online-Banking verbunden, richtig? Wie meinen Sie das mit dem Verbunden? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Zum Beispiel, wenn man etwas online bestellen möchte, dann wenn Sie Daten Ihrer Kreditkarte eingeben, dann sollen Sie einfach einen Code bekommen in Ihrem Online-Banking oder in Ihrem Handy. Und diesen Code sollen Sie einfach auf der Webseite eingeben, damit die Transaktion bestätigt. Ja. Verstehen Sie? Und okay. Sie können das nicht machen. Ach so. Richtig? Ja, kann sein, ja. Also das ist auf jeden Fall, die Kreditkarte ist ja nicht meine. Die habe ich mir ja ausgeliehen, die andere da, also die Vista-Karte, was Sie da zuerst haben wollten. Und deswegen, die Vista-Karte, die gehört ja dem Abdullah von dem Döner-Konzern. Hab verstanden. Deswegen, aber wenn Sie zum Beispiel vielleicht in der Zukunft werden Online-Banking eröffnen in Ihrem Handy oder werden Ihre Kreditkarte mit Ihrem Telefonnummer verbinden, das wäre besser, weil Sie werden die Transaktionen erfolgreich durchführen. Deswegen hat die Transaktion fehlgeschlagen, es wurde nicht abgeschlossen und auf der Webseite hat es auch nicht geklappt. Ach so, ja. Und was machen wir da jetzt genau? Also was muss ich da jetzt genau machen, damit das funktioniert? Jetzt warten Sie, ich werde jetzt unsere Bankverbindung schicken.
Ja, natürlich, wir können gerne noch ein bisschen Zeit verkleckern. Damit Sie zur Bank gehen und können einfach die Überweisung, eine normale Banküberweisung erledigen. Ja, genau. Weil andererweise geht es nicht, weil Sie haben kein Online-Banking und andere Möglichkeiten, Zahlungsmethoden, Zahlungsmöglichkeiten nicht. Ja, also ich habe nur das vom Abdullah, die Karte. Und die Dongswang-Karte kann ich halt noch anbieten, die ich in einem chinesischen Kaufhaus einfach auf dem Boden gefunden habe und jetzt überall missbrauche. Nein, Sie brauchen deutsche Bankkarte, deutsche normale Bankkarte, der mit Ihrem Online-Banking oder Telefonnummer verbunden ist. Aber Ihre Kreditkarte ist chinesische, Sie haben keine deutsche Kreditkarte und das ist das Problem. Es ist auch nicht mit Ihrer Telefonnummer verbunden, mit Ihrem Online-Banking auch. Deswegen können wir nur eine Banküberweisung machen. Ja, aber warum geht denn dann die Karte auch beim Aldi und beim Penny? Da kann ich die ja auch nehmen und beim Netto. Aha, weil Sie nicht online bestellen. Wenn Sie zum Einkaufen gehen, das ist sehr leicht. Sie zahlen mit Ihrer Kreditkarte einfach. Ja. Aber wenn Sie etwas online bestellen, dann sollen Sie die Transaktionen immer mit Ihrem Handy bestätigen. Das heißt, Sie sollen entweder Online-Banking in Ihrem Handy haben oder Ihre Kreditkarte soll mit Ihrer Telefonnummer verbunden sein. Die Mutter sei Gesicht, wirft die Fuffis in den Club mit 2 Euro. Deswegen danke für die vielen Stunden guter Unterhaltung. Beim Laden benutzen, wenn Sie einkaufen gehen oder shoppen. Anderweise geht es nicht. Ach so, aber das ist ja schade. Ja. Das ist schade, weil wenn man Kreditkarte hat, dann öffnet man Online-Banking, weil heute, wir wissen nicht, ob wir morgen etwas online bestellen werden oder wir morgen etwas brauchen werden. Deswegen haben die Kunden immer Online-Banking in dem Handy auch oder verbinden Kreditkarte einfach mit Telefonnummer auch, weil sodass sie alle Möglichkeiten haben, alle Zahlungsmöglichkeiten haben. Ja. Okay, Herr Steiner, ich habe unsere Bankverbindung schon geschickt. Sie können Ihre E-Mail-Adresse, Posteingang checken. Ja. Von Lea Fischer werden Sie unsere Bankverbindung bekommen. Noch nichts angekommen. Von Lea Fischer. Nee, ist noch nicht da. Entweder in Posteingang oder in Spam können Sie checken. Beim Spam. Spam, ja. Also, wie meinen Sie das jetzt? Beim Spam soll ich jetzt gucken? Spam oder Posteingang, entweder da ja. Oder entweder da. Von Lea Fischer werden Sie einfach Bankverbindung bekommen. Da ist aber jetzt noch nichts da. Also ich habe jetzt da schon nochmal reingeguckt, da ist nichts von Ihnen angekommen. Also keine Bankverbindung. Moment. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Okay, und jetzt schreibe ich Hallo. Und ich habe das schon geschickt. Ja, aber noch nichts angekommen. Also die Nachricht mit dem Hallo, die habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. In Ihrem E-Mail. Ja, da ist von... Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Also ich habe das aktualisiert, aber da ist jetzt noch... Doch, jetzt ist was gekommen. Moment, da steht jetzt Hallo drin, ja? Also das Hallo habe ich bekommen. Okay, und jetzt versuche ich noch einmal unsere Bankverbindung zu schicken. Ja, dann schicken Sie nochmal die PDF-Datei, die ich gleich nicht öffnen kann. Ist es rausgegangen? Ist jetzt erst rausgegangen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Moment. Ah ja, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, aber da steht jetzt wieder, genau. Da steht jetzt wieder Hallo drin und dann ist da so eine Datei, die ich nicht aufmachen kann. Warum? Weiß ich nicht, da steht, das Dateiformat wird nicht unterstützt. Herr Stein, haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, das ist eine Festnetznummer. Mit anderer Nummer?
Nee, habe ich auch nicht. Also ich nutze sowas alles nicht, dass mir der ganze neubundische Kram da. Okay, können Sie auf, also wo steht die Bankverbindung, auf die Bankverbindung klicken? Vielleicht wird es aufgemacht. Ja, da steht ja bloß Hallo drin und dann ist da so eine Datei, die nicht aufgeht. Eine neue E-Mail habe ich geschickt mit Hallo und dann ein Attachment. Da steht Gerold Steiner 1 und PDF. Und Sie können einfach klicken und unsere Bandverbindung sehen. Nee, die Datei geht nicht auf. Da steht ja nur Hallo und dann ist da eine Datei. Und die kann ich nicht öffnen. Ja. Können Sie es herunterladen? Nee, geht nicht. Da steht, das Dateiformat wird nicht unterstützt. Das ist ein neues E-Mail, ja. Mit Hallo und ein Attachment mit unserem Bankverbindung. Da ist eine Datei drin, ja, und die Datei kann ich nicht aufmachen. Können Sie es herunterladen oder einfach klicken drauf? Ja, und wenn ich da einfach drauf klicken, dann kommt da Formatdatei nicht unterstützt. Was bedeutet das? Ja, geht nicht. Sie können es nicht aufmachen und mit Ihrem Handy können Sie versuchen, Herr Steiner, Ihre E-Mail-Adresse zu öffnen. Nee, mit meinem Handy kann ich die E-Mail-Adresse nicht öffnen. Warum? Weil das mit dem Telefon nicht geht. Moment, ich werde noch einmal. Ja, nehmen Sie sich ruhig Zeit. Geschickt. Was haben Sie? Also Sie haben nochmal geschickt jetzt die E-Mail. Ja, mit der Bankverbindung. Ja, ist nicht nochmal gekommen. Also ich warte noch. Okay. So jetzt ist es nochmal da, aber da ist jetzt nur die Datei drin, die nicht aufgeht. Und wie können Sie es aufmachen? Weiß ich nicht. Müssen Sie mir ja sagen, das ist ja Ihre Datei. Ja, aber meine Datei kann ich herunterladen oder öffnen. Nee, bei mir steht ja, das Dateiformat wird nicht unterstützt. Aber das ist bei dir. Ja, so ein Programm habe ich ja nicht. Und warum haben Sie kein WhatsApp, Herr Steiner? Ja, weil ich das nicht unterstütze hier mit Facebook und so. Die hören ja überall mit. Man wird ja heutzutage überall abgehorcht. Gucken Sie mal, wir wissen ja jetzt beide nicht, wie viele Menschen jetzt hier bei uns gerade das Gespräch auch noch belauschen. Herr Steiner, WhatsApp brauchen Sie, um mit Verwandten, Bekannten zu unterhalten? Es ist kostenlos. Mit WLAN können Sie das machen? Ja, aber das geht ja nicht auf meinem Telefon. Das ist ja hier so ein Nokia 3310. Und vielleicht unter anderen Nummer haben Sie WhatsApp? Nee, ich habe nur ein Handy und ein Festnetz, das reicht ja. Und da weiß man ja schon nicht, wie oft man da abgehört wird. Gucken Sie mal, wir wissen doch gar nicht, wie viele Menschen jetzt hier unser Gespräch belauschen. Und deswegen hole ich mir doch nicht noch so ein WhatsApp da ins Haus mit so einem neumodischen Kram. Okay, Herr Steiner, ja? Also ich habe viele Kunden in der Leitung, ich kann nicht weiter telefonieren. Das ist aber schlecht. Unsere Transaktion wurde abgelehnt und nicht abgeschlossen. Ich habe alles probiert, alle Möglichkeiten, habe nichts gegessen, deswegen ich kann nicht andere Möglichkeiten anbieten, weil ich habe keine. Ich habe alles angeboten, deswegen sollen wir jetzt Schluss machen und wenn Sie die Bandverbindung in der Zukunft aber gucken Sie mal, wir telefonieren doch jetzt ein und eine halbe Stunde. Da kann man doch jetzt noch ein bisschen mehr Zeit rausholen. Ja, ich verstehe, Herr Steiner, ja. Weil ich kann meine Zeit nehmen, um meinen Kunden zu helfen. Aber wenn ich alle Möglichkeiten angeboten habe und es ist nicht gemacht, weil es gibt Fehler, Probleme, dann kann ich es nicht weitermachen, leider, und ich muss Schluss machen. Geben Sie mir mal nochmal die Frau, die da gut im Futter liegt. Was meinen Sie? Na, die andere Frau von vorhin.
Nein, sie hat jetzt Mittagessen und so. Jetzt spreche ich mit Ihnen, deswegen ja. Aber dann können Sie also, ihr mal was von mir ausrichten. Herr Stein, ich kann nicht weiter telefonieren. Ich habe Hunger und ich muss essen. So. Damit ja, aber ich habe auch Hunger. Dann können Sie auch gehen und ja. Etwas essen. Ja, und ja, Entschuldigung, dass es wurde so, dass die Transaktion wurde abgelehnt und nicht abgeschlossen. Vielleicht das ist meine Fehler und ich habe. Ich weiß nicht, nicht gut erklärt oder sonst was. Das ist aber schade. Aber ich wünsche Ihnen schönen Tag noch. Und ja, das wünsche ich Ihnen nicht, weil ich habe euch ja die ganze Zeit nur verarscht. Meine Zeit? Nein. Doch, ich habe keine Zeit verschwendet. Gemacht, weil, nein, das ist okay, das ist meine Arbeit und ja. Ich kann 5 Stunden mit Ihnen sprechen. Aber ach so, wenn, aber wir haben doch erst 1,5. Dann ja. Haben wir doch noch, dann haben wir doch noch 3,5 noch über. Nee, 4,5, ja, aber egal. Wenn ich, ich kann sprechen, aber nee. Jetzt muss ja. Ich essen gehen und ich kann nicht weitermachen. Was gibt es denn Leckeres zu essen nicht. Bei Ihnen? Ich muss kaufen, ich weiß nicht, ich habe nichts heute. Und so, ja. Es funktioniert nicht, deswegen... wir sollen Schluss machen, danke schön für Ihre Zeit. Ich kann Ihnen die Betrügerschnitte gut empfehlen. Die schmeckt sehr gut. Ja, empfehlen Sie bitte. Ja, Betrügerschnitte ist grundsätzlich im Sortiment. So, unsere nette Betrügerin hat aufgelegt. Oh, da haben wir tatsächlich schon das nächste Gespräch. Ja, hallo? Ja, hallo, guten Tag. Ja, mit wem spreche ich denn da bitte? Alicia Morelis am Apparat. Ja. Spreche ich bitte mit Herrn Schwanz? Ja, Herr Schwanz ist am Apparat. Ich grüße Sie zuerst. Also ich rufe Sie von Finanzkapital FX, weil Sie haben eine Anmeldung an Online-Trading gemacht, ja? Oh, wann war denn das? Also Sie haben das Anmeldung letzte Woche gemacht. Ach so. Und ich werde Ihnen ein paar Informationen zuerst mitteilen über unsere Plattform und dann entscheiden Sie selber, ob das für Sie ist oder nicht, ja? Ja. Okay, haben Sie Erfahrung an Online-Trading oder gar nicht? Nee, überhaupt gar nicht. Also da habe ich noch nie irgendwas mitgemacht. Da müssen Sie mir mal auf die Sprünge helfen, wie das Ganze funktioniert. Okay, aber das ist kein Problem, weil die meisten von unseren Kunden hatten auch keine Erfahrung, bevor sie mit uns gearbeitet haben. Deswegen stellen wir für Sie einen Expert-Broker zur Verfügung. Ja. Er macht eine kurze Schulung in verschiedenen Richtungen, damit Sie alles über Börse zu wissen. Mhm. Also wir handeln mit Kryptowährungen, Forex, Aktien, Indizien und Rohstoffen. Natürlich ist eine gute Möglichkeit für Sie, können mehr Geld machen. Sie werden die Zeit haben, uns zu testen. Und wenn Ihnen gefällt, gehen wir dann weiter. Ja. Sie können mit kleiner Summe zuerst anfangen und alles mit dem Broker machen. Wir lassen Ihnen nicht allein. Sie sind 95,6% davor geschützt, Ihre Kapital nicht zu verlieren. Ja. Wir können erstmal von uns arbeiten. Damit Sie schauen, was für Profite Sie bei uns machen können. Mhm. Es läuft alles durch einmalige Konto aktivieren mit dem Mini-Betrag von 250 Euro. Mini-Betrag? Und nachdem wir das Konto aktiviert haben, natürlich, wenn Sie möchten, können Sie auch mit 500 Euro anfangen. Ja. Es läuft durch Konto aktivieren 15% Bonus. Schauen wir erstmal, so läuft. Und Sie können jeden Zeit das Geld auszahlen. Wenn Sie das Konto aktivieren mit 250 Euro, mit Operationen können wir wieder gewinnen. Mit Operationen? Wie kann diese Summe double machen? Minimum ist 400 bis 600 Euro am Monat. Aber ich dachte am Finanzmarkt. Operieren kann ich nicht. Da habe ich keine Lizenz zugemacht. Noch einmal bitte? Ich sage, operieren kann ich nicht, da habe ich keine Lizenz zu. Ich wollte das jetzt mal auf dem Finanzmarkt probieren, aber jetzt hier so mit operieren und so, da kann ich nicht. Oder was meinen Sie? Nein, also, wenn Sie mit 250 Euro
Sie können wieder gewinnen. Also das Summe doppelt machen. Minimum 400 bis 600 Euro an Monat, dass Sie gewinnen. Deswegen. Also wir können zuerst ein Konto zu eröffnen. Mit wie viel wollen Sie anfangen, bitte? Ja, weiß ich nicht. Sie sagten ja jetzt was von dem minimalistischen Betrag, der ganz klein ist. Aber ich dachte vielleicht, ja, dass wir vielleicht mal ein kleines bisschen höher einsteigen, damit wir gleich die fetten Profite machen können und richtig in die eigene Tasche wirtschaften. Aber ich habe dazu erstmal noch eine andere Frage. Und zwar, wie sieht denn das aus mit ausländischen Kreditkarten und einem ausländischen Konto? Weil ich hätte auch ein Konto im Ausland und hätte da Interesse dran, das Geld aus dem Ausland auf euer Konto zu überweisen, damit es die Steuern nicht mitbekommt. Also, Sie haben eine Kreditkarte mit einem neuen Land. Aus dem Ausland, ja. Was da habe ich mir gedacht, dass ich Ausland. Das vielleicht aus dem Ausland bezahlen kann. Also ich habe zwar auch eine deutsche Karte, aber grundsätzlich würde mir eine ausländische Karte besser gefallen, weil da kann ich dann vielleicht Ausland aus dem Ausland ins Ausland also überweisen und dann würde das Inland vom Ausland nicht mitbekommen. Also, Sie haben eine ausländische Karte. Ja, unter anderem ja. Also damit das Inland vom Ausland nichts mitbekommt, habe ich mir gedacht, kann ich das vom Ausland ins Ausland überweisen und dann kriegt es keiner mit. Ein Moment bitte, ich spreche mit Finanzabteilung. Ein Moment bitte. Ja, na, natürlich, sehr gerne. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ja, ein Moment. Hallo? Ja, guten Tag, mit wem spreche ich denn da jetzt bitte? Also, guten Tag, Klaus Schwanz, wie geht es Ihnen? Mir geht es soweit ganz gut. Es freut mich. Also, ja. Herr Schwanz, was haben Sie eigentlich gemeint zu meiner Mitarbeiterin? Ja, ich meinte, ich würde gerne von einer ausländischen Kreditkarte auf Ihr Konto überweisen, damit es das Inland hier nicht mitbekommt, wenn ich das Geld im Ausland zum Ausland transferiere. Okay, einen kleinen Moment, ich überprüfe das kurz. Ja, nehmen Sie sich gerne so viel Zeit, wie Sie brauchen. Also, Sie wollen einen... Ja. Ein Moment. Okay. Okay. So, was wollten Sie nochmal? Erklären Sie? Na, ich dachte, dass ich vielleicht das Geld vom Ausland ins Ausland transferieren kann, von meinem ausländischen Visakonto, okay. Weil damit es das Inland okay, nicht denkst, mitbekommt. Du denkst, du wärst jetzt cool, oder? Nee, was meinen Sie denn? Mit deinen Videos auf YouTube, denkst du, wärst du cool? Natürlich dachte ich das. Du kleine Pisser, geh weg, verpiss dich. Vielen Dank für das nette Lob. Und schon hat er wieder aufgelegt. Ach, es ruft schon wieder einer an. Kaum ausgesprochen, geht's schon weiter. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Emilia Schmidt. Ich hätte gerne mit Herrn Gerald Steiner sprechen. Ja, der ist am Apparat. Hallo, Frau Schmidt. Schönen guten Tag, Herr Steiner, noch einmal. Ja. Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse an Handel auf dem Finanzmarkt. Sie haben sich vor kurzem bei unserem Handelsplattform registriert. Ja. Sagen Sie mal da nochmal den Namen. Mein Name ist Emilia. Von der Handelsplattform meine ich. Alfina. Ach so, ja, hier Alfina Group, ja? Korrekt. Ja, weil da, weiß ich nicht, da bin ich nicht eingeloggt. Ich war da kurz angemeldet und dann habe ich wo drauf geklickt und jetzt bin ich da nicht mehr eingeloggt auf der Seite. Jetzt ist... Oder warten Sie mal, ich klicke mal hier nochmal auf Klientportal. Ach so, ah, ja, jetzt bin ich wieder auf der Seite drauf. Ja, natürlich, und Sie sollten einfach oben auf Anmelden drauf anklicken und Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort, das Sie vorher erstellt haben. Ja, genau. Also ich bin da jetzt eingeloggt. Jetzt steht hier Alfina Group und dann bin ich da auf so einer Seite drauf. Jetzt müssen Sie mir aber noch erklären, wie das Ganze funktioniert, weil in der Werbung, da wurde ja bloß gesagt, dass man da richtig viel Geld machen kann. Wie sieht denn das Ganze aus? Also wie muss ich mir das Ganze überhaupt vorstellen? Okay, jetzt Augenblick bitte. Haben Sie schon früher gehandelt oder noch nicht? Nö, noch gar nicht. Okay, gut. Das geht einfach um eine Möglichkeit mit automatisierter Software. Ja. Auf dem Finanzmarkt einfach passives Einkommen zu bekommen. Was heißt passives Einkommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das genau? Also ich habe einfach die Möglichkeit, einfach Profit erhalten auf dem Finanzmarkt. Ach so, ja. Also das heißt passives Einkommen. Also dass ich nebenbei dann... Ja, das ist als Nebeneinkommen.
Einkommen oder kann auch mit der Zeit als Haupteinkommen sein. Das Ach so. Geht einfach. Ja. Kann man da nicht gleich mit Haupteinkommen hier sowas Wenn machen? Wenn Sie wollen. Ja, natürlich. Ja, was muss man dafür machen, dass man das gleich als Haupteinkommen das Ganze benutzen kann? Also, dass ich da gleich voll durchstarten kann und dann brauche ich ja nicht mehr arbeiten. Okay, wie viel brauchen Sie ungefähr monatlich? Ja, monatlich weiß ich nicht. Also, ich sag mal, wenn da so 2000 rauskommen oder bei den Energiekosten, sagen wir mal 3000, dann sind wir erstmal eine Weile verschont von allem. Also 3000 würde ich monatlich schon gerne ausgezahlt bekommen. Okay, aber Sie sollten verstehen, alles hängt einfach von dem Aktiv und von dem ersten Deposit ab. Was ist das? Ja, um ungefähr 3000 auf dem Finanzmarkt monatlich zu haben, man muss, ich denke, ungefähr ab 10.000 anfangen. Ach du Gott, nee, das ist ein bisschen viel, so viel Geld habe ich nicht. Ja, das ist auch viel. Sie sollten verstehen, auf dem Finanzmarkt, man kann auch Profit erhalten, aber mit der Zeit und auch das hängt von dem Betrag, ersten Betrag ab. Ja, also wie funktioniert denn das Ganze überhaupt? Also wie kann ich denn mir das Ganze vorstellen? Wo kommt denn das Geld überhaupt her, was man denn da bekommen kann? Okay, Sie sollten erstmal Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. Ja, mit ersten Deposit. Und für Sie wird eine Software eingeschaltet und das ist ein Roboter, der kauft für Sie zum Beispiel einen Teil von Bitcoin oder anderer Kryptowährung auf eine Börse billiger und gleichzeitig verkauft auf andere Börse teurer. Und dieser Preisunterschied gehört Ihnen weiter als Profit. Ja, das bedeutet zum Beispiel, dieser Roboter kauft einen Teil von Ethereum für 20 Euro, dann verkauft auf eine Börse für 20,50 Euro. Und ja, diese 50 Cent gehört Ihnen weiter als Profit. Und auf solche Weise läuft das einfach weiter für Sie mit Kryptowährungen oder mit Bitcoin. Das hängt einfach von Ihrem Wunsch ab. Ja, und also wir aktivieren erstmal für Sie dieses Handelskonto, wird für Sie diese Software eingeschaltet und danach sollten Sie das ab und zu kontrollieren, wie das aussieht, welche Einstellungen eingerichtet sind und wie viel haben Sie ungefähr seit ein paar Tagen oder seit einer Woche profitiert. Und wie funktioniert das mit dem Bitcoin? Also, weil ich habe da über den Bitcoin habe ich schon öfters mal was gehört. Das kann einfach mit Bitcoin oder gleichzeitig mit unterschiedlichen Kryptowährungen sein. Ja. Und wie funktioniert das überhaupt mit dem Bitcoin? Ich habe gar nicht verstanden, wie man überhaupt sowas, also man hört ja immer nur über diesen Bitcoin, aber ich habe noch nie so richtig rausbekommen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Bitcoin und wie man das dann hat und was man damit macht und kann ich damit bei Kaufland einkaufen oder wie funktioniert das dann? Kriege ich da denn so einen Taler nach Hause geschickt? Bitcoin, das ist Kryptowährung. Was heißt Kryptowährung? Elektronische Einfachwährung. Ach so, Und ist als Zahlungsmethode auch schon akzeptiert. Und das bedeutet, Bitcoin und den Preis von Bitcoin hängt auch von unterschiedlichen Nachrichten in der Welt, von Mining und anderer Sachen ab. Ja. Und Kryptowährungsmarkt insgesamt ist sehr volatil. Das bedeutet, Preis ändert sich so oft. Und deswegen, es gibt eine Möglichkeit, mit Hilfe von dieser Software auf Preisänderungen einfach weiteren Profit erhalten. Und dieser Roboter kauft für Sie zum Beispiel auf Berliner Börse Bitcoin, ein Teil von Bitcoin für 50 Euro, aber auf Londoner Börse, das kostet ungefähr in 2 Sekunden, 3 Sekunden und gleichzeitig schon mehr als zum Beispiel plus 1 Euro dafür, ja, so 51 Cent. Und das auf solche Weise läuft diese automatisierte Software für Sie. Und wie kann ich denn mit dem Bitcoin bezahlen? Ja, Bitcoin ist schon als Zahlungsmethode bei unterschiedlichen auch Geschäften akzeptiert ist. Ja, und ja, aber ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie macht man das denn, wie bezahlt man denn da mit dem Kryptogeld? Weil hat man denn da eine Karte oder wie geht das dann? Wollen Sie einfach weiter mit Kryptowährungen bezahlen? Na, ich dachte, geht es oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe das noch nie gehabt, ich habe da gar keine Ahnung von. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten für Sie. Und Sie haben die Möglichkeit,
auch bestimmte Krypto-Wallet erstellen, wenn Sie wollen, einfach den ganzen Profit in Bitcoin erhalten. Ja, also kann man das dann alles in Bitcoin sich auszahlen lassen und dann, ja. Ja, es gibt, in welchem Stadt wohnen Sie in Deutschland? In Berlin. Ja, natürlich, in Berlin gibt es viele Krypto-ATM für Sie. Was und ist das? Möglich. Krypto-AT, was ist das? Hallo? Junge Dame? Ich höre Sie irgendwie nicht mehr. Ich höre Sie. Ja? Ich höre Sie. Ja? Augenblick bitte. Ich habe jetzt Störungen. Augenblick bitte. Sie sollten verstehen. Jetzt, ja. Hören Sie mich jetzt besser, ja? Ich höre Sie, ja. Okay, wunderbar. Sie sollten verstehen, Bitcoin können Sie einfach. Sie erhalten Profit auch nicht im Bitcoin. Ach so. Sondern einfach in Euro. Bitcoin, das ist nur aktiv, womit Sie handeln. Okay. Und dann? Wenn Sie wollen, einfach Ihre Profite in Bitcoin bekommen, Sie können einfach ein Krypto-Wallet erstellen und alles in Bitcoin konvertieren. Und auf solche Weise durch Krypto-Automaten, das ist als Geldautomaten in der Banken, auch Bargeld bekommen. Automaten? Ja. Das habe ich jetzt nicht ganz das verstanden. Das sieht einfach so aus, das ist als ATM. Als zum Beispiel ein Automat. Ich habe Tomaten verstanden, also die Frucht zum Essen. Ach so. Dann habe ich sie jetzt verstanden, ja. Und da kommen, und wenn ich jetzt an so einen Kryptoautomat gehe, dann kommen da so Bitcoins raus oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es gibt das einfach solche ATM. Sie kommen da rein, sie scannen einfach ihre Krypto-Wallet. Ist ja cool. Oder geben manuell ein. Ja. Und dann bekommen sie einfach Bargeld. Okay. Ja gut, und was muss ich dafür jetzt genau machen, dass man da richtig viel was rausbekommt? Das ist erstmal Fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29? Mhm. Okay. Gut, sagen Sie bitte, mit welchem Betrag wollen Sie erstmal anfangen? Ja, weiß ich nicht, was ist denn da am besten? Also ich meine, das soll sich ja auch lohnen, ne? Aber bezahlen können muss ich es ja dann am Ende auch noch irgendwie. Also, ne? Sie wissen, was ich meine. Was meinen Sie? Na, mit dem Betrag weiß ich ja nicht, was da so am besten ist. Das müssen Sie mir erklären, welchen Betrag ich da so jetzt am sinnvollsten einsetze, um dann da auch möglichst schnell viel von diesem Bitcoin da zu machen. Sie können einfach mit 250, das ist Mindestbetrag bei uns, mit 500 oder mit 1000 Euro anfangen. Je mehr Sie auf dem Handelskonto haben, desto mehr Sie als... Okay, und wenn ich da jetzt mit 1000 Euro anfange, wie viel kann ich da nach einem Monat dann wieder rausbekommen? Von 950 ungefähr bis 1000. Also bekomme ich da denn 1.000 Euro jeden Monat raus? Sie können einfach, schauen Sie bitte, Sie können einfach von 900 Euro bis 1.000 bekommen. Also jeden Monat dann, wenn ich 1.000 Euro einzahle? Jeden Monat. Ja, das ist monatlich. Ach so. Ja, weil Sie vorhin sagten, ich brauche, um dann 3.000 auszuzahlen, brauche ich ja dann 10.000, sagten Sie. Aber dann brauche ich ja bloß 3.000 jeden Monat. Sie sollten verstehen, alles hängt vom Marktstand ab. Von was? Vom Sackstand? Marktstand. Ach, Marktstand, ja. Was bedeutet das genau? Das hängt einfach, wie läuft alles auf dem Finanzmarkt weiter für Sie. Und welche Nachrichten gibt es auch in der Welt und wie reagiert einfach Kryptowährungsmarkt auf alle diese Nachrichten? Ja. Deswegen, es hängt auch von alles ab. Hochwahrscheinlich, ja, Sie haben die Möglichkeit, auf solche Weise von 900 Euro bis 1000 zu profitieren. Aber
Ja, und wenn ich dann jetzt 3000 Euro einzahlen würde, dann kann ich ja so ungefähr auch 3000 Euro jeden Monat rausbekommen. Kann sein. Ja. Ich könnte einfach das nicht auch garantieren. Ja, ich sag mal, wenn da so 2000 rauskommen, ist ja okay. Damit kann ich ja dann auch leben. Sie können erstmal zum Beispiel alles ausprobieren. Ja. Normalerweise fangen unsere Kunden mit 500 Euro an. Und in diesem Fall, Sie können mal schauen, wie viel ungefähr profitieren Sie monatlich, ob es reicht Ihnen. Und danach Entscheidung treffen, wollen Sie dann weiter mehr investieren oder wollen Sie einfach auf dieser Summe weiterbleiben. Und in diesem Fall, Sie können das erstmal austesten. Und danach können Sie schon Entscheidung treffen. Und in diesem Fall, Sie werden schon weiter Bescheid wissen, wie viel genau profitieren Sie monatlich. Ja gut, aber wenn ich jetzt da gleich 3000 Euro einzahlen kann, um dann jeden Monat 2000 zu bekommen, dann würde ich ja gleich 3000 einzahlen. Macht ja dann mehr Sinn, als wenn ich da jetzt erstmal mit ein paar Kleckerbeträge anfange. Weil wenn, dann will ich ja auch da gleich richtig was von haben. Okay, ja, na klar. Ja. Da müssen Sie mir jetzt nur noch erklären, wie das dann so richtig funktioniert. Oder wo kommt denn da eigentlich denn das Geld her? Also wenn ich da jetzt Geld einzahle, denn das sind ja knapp 300% Rendite. Nee, 100% Rendite. Oder Sie aktivieren erstmal Ihr Handelskonto mit erstem Betrag. Und das bedeutet, Sie überweisen das. Ach so, also ich muss an Bankschalter gehen. Und in diesem Fall, Sie zahlen einfach nicht ein. Sie haben dieses Geld einfach auf Ihrem Handelskonto, dieses Geld steht für Sie zur Verfügung, auf jeden Fall. Sie haben volles Zugriff zu Ihrem Handelskonto. Okay, also muss ich dann muss ich zum Bankschalter gehen und das dann überweisen oder wie funktioniert das Ganze dann? Welche Zahlungsmethode nutzen Sie? Ich habe Dongzhuang zum Beispiel. Gehen bei Ihnen ausländische Karten? Weil ich würde das gern vor der Steuer so ein bisschen verstecken. Also vom Ausland ins Ausland quasi. Okay, was für eine ausländische Karte haben Sie? Da habe ich eine Dongzhuang-Karte. Welche? Eine Dongzhuang. Was ist das? Eine Kreditkarte. Die heißt Dongzhuang. Können Sie das für mich buchstabieren? Na, Dongzhuang. Okay, D wie Dora, ja. O wie Otto, ja. N wie Nordpol, G wie Gustav, ja. Ja. Und dann? Und dann Xuang. Können Sie das für mich buchstabieren, bitte? Na, ein X. Xuang. Dong Xuang. X-W-A-N-G. Dong Xuang. Haben Sie? Bei Ihnen ist ganz schön laut im Hintergrund. Okay, jetzt Augenblick bitte. Ja. Sie werden jetzt weiter mit meiner Kollegin von Finanzabteilung fortfahren. Bleiben Sie bitte jetzt ganz kurz dran. Okay, das ist kein Problem. Dann warte ich eben ein bisschen. Mal gucken, ob der nette Mitarbeiter hier gleich noch ans Telefon kommt. Noch steht die Leitung. Bin mal gespannt. Aber schön, dass er sich die Dongzhuang-Karte aufgeschrieben hat. Es gibt übrigens ein Dongzhuang-Center in Berlin. Ein Einkaufszentrum. Ja, hallo, schönen Tag. Spreche ich mit Herr Steiner? Ja, Gerold Steiner. Oh, wunderschön, Gerold Steiner. Mein Name ist Abelina Schneider. Sie haben mit meiner Kollegin Emilia Schmidt gesprochen, ja? Ja, Schneider mit DT oder mit TT? Schneider. Mit DT oder TT? C-H-N-E-I, David Dora, E wie Emil, R wie Richard. Ach so, ja, okay, habe ich mitgeschrieben. Wunderschön, wunderschön. Wozu haben Sie das geschrieben?
können Sie einfach das nicht in Ihrem Kopf lassen, ja? Ich schreibe mir das immer auf, mit wem ich gesprochen habe. Wenn immer was ist, dann kann man ja immer noch mal nachfragen nach dem Namen, wissen Sie? Okay, keine Sorgen, kein Problem. Ja. Ich habe das akzeptiert und verstanden. Ja. Gut, Sie haben mit meiner Kollegin über unser Projekt gesprochen. Sagen Sie bitte, wie haben Sie unsere Projekte gefunden? Das war in so einer Werbung und da habe ich dann drauf geklickt. Welche Werbung haben Sie gesehen? Na, irgendwas, wo man eben so Kryptogeld verdienen kann. Und da dachte ich, da gucke ich mal drauf. Und das war so eine Seite und da habe ich dann geklickt und dann war Ihre Seite und dann musste ich mich da anmelden. Aha, was war auf dieser Werbung genau? Ja, ich habe verstanden, das ist etwas mit Krypto, aber ja. Wir haben verschiedene Werbungen und ich frage über so genaue Werbung, was haben Sie gesehen? Na, da stand halt, dass man so mit Bitcoin da Geld verdienen kann. Und da habe ich dann drauf geklickt auf die Werbung und dann war da so eine Seite, also Alpha Group hieß das, glaube ich. Ich bin ja noch eingeloggt, genau. Ja, und dann habe ich da gesucht, wo man sich da anmelden kann auf der Seite und dann habe ich da was gefunden, wo man sich bei euch anmelden kann. Da gibt es ja so ein hier mit Sing-In und so. Aha, okay, ich habe verstanden. Einen Moment bitte. Aha. Ich überprüfe einige Informationen. Aha, okay, gut. Dann zeigen Sie mir bitte, wie habe ich verstanden, möchten Sie mit unserem automatisierten System das ausprobieren? Stimmt das? Was heißt denn automatisiert? Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Das hat die Frau auch gerade nicht erzählt. Wie meinen Sie das mit automatisch? Meine Kollegin hat Ihnen erzählt, dass wir unser automatisiertes System haben, mit welchem Sie jeden Tag Profit bekommen können. Wie es funktioniert, zum Beispiel, unser Roboter kauft einen Teil von Krypto auf einer Plattform billiger und verkauft es gleichzeitig auf anderer Plattform teurer. Und Sie verdienen mit der Preisdifferenz. Verstehen Sie das? Ach so, also, und wo kommt die Preisdifferenz her? Also, wer kauft das dann? Ja. Aber wir machen das gleichzeitig. Und zum Beispiel, wir warten, so, wenn Sie zum Beispiel jetzt Krypto, ja, zum Beispiel, Sie kaufen einen Bitcoin. Ja. Und Sie werden warten, ob der Preis nach oben geht. Mhm. Zum Beispiel, ein paar Tage vor war Preis von Bitcoin $21.000. Ja. Und jetzt, das ist ein bisschen weniger als $20.000. Okay. Und wenn Sie das früher gekauft haben, jetzt konnten Sie das einfach verlieren. Aber unser Roboter macht diese Transaktionen gleichzeitig. Deshalb werden Sie einfach Profit von Preisdifferenzen bekommen. Ach so. Sie werden deshalb, das ist ganz automatisiertes System. Sie müssen selbst nichts kaufen und verkaufen und auf alles analysieren. Ja, das ist ganz automatisiertes System. Ja, und habe ich meine Frage vergessen. Also wenn ich das jetzt da mit dem Automatischen mache, wie sicher ist denn das Ganze? Also dass das Geld dann nicht weg ist, wenn das da automatisch funktioniert. Ist das da eine 100% Garantie oder wie funktioniert das? Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist automatisiertes System. Wir aktivieren zusammen Ihr Handelskonto und verbinden für Sie unser System. So, Sie müssen klar verstehen auch, dass das ist nicht kostenlos. Ja. So, wir haben auch unser Gehalt und wir nehmen 2% von Ihrem Profit. Aber das wird automatisch genommen. Ja. Na und wie sicher ist das Ganze? Weil Sie sagten ja, dass man da auch Geld verlieren kann. Also wie ist denn da die Chance? Ist das 50-50, wo ich das Geld los bin? Oder wie funktioniert das Ganze? Oder habe ich da eine 100% Garantie, dass ich kein Geld verlieren kann und die ganze Zeit immer nur Gewinne mache? Aber was meinen Sie, Geld verlieren? Na, kann man da bei Ihnen auch Geld verlieren oder kann man da nur Geld gewinnen? Schauen Sie, ich habe Ihnen schon gesagt, zum Beispiel, wenn Sie das manuell machen, können Sie selbst Geld verlieren. Warum? Weil Sie einfach einen Teil von Bitcoin kaufen und warten. Warten und Ihr Geld geht nach unten. Ja, der Preis von Bitcoin nach unten geht. Aber unser automatisiertes System macht anders und arbeitet anders. Ja, er kauft einfach gleichzeitig und verkauft gleichzeitig. Ja, das ist Kauf-Verkauf. Und Sie verdienen nur mit der Preisdifferenz. Ja. Also Sie werden jeden Tag diesen Profit bekommen. Und zum Beispiel, das kann bis 30 Transaktionen per Tag sein. Und Sie werden dann im Transaktionsverlauf selbst schauen.
Sagen Sie mir bitte, sitzen Sie jetzt auf unserer Plattform? Ja, ja, ich bin auf Ihrer Seite. Aber die Frage haben wir noch nicht ganz abschließend geklärt. Wie viel Prozent Garantie ich denn da jetzt bei Ihnen habe? Ist das jetzt eine 100% Garantie, dass ich bei Ihnen 100% nur Gewinne machen kann? Oder sind da auch Verluste dann da schon mit einberechnet? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass mit automatisierten Systemen werden Sie verdienen. Verstehen Sie? Verdienen. Und okay, also kann man nichts verlieren. Wie können Sie verlieren, wenn Sie das zum Beispiel nur probieren? Ja. Ja, und ich gebe Ihnen auch 7 Versicherungstage. In diesen 7 Tagen werden Sie sehen, ob Ihnen das passt oder nein. Und wenn Sie zum Beispiel einfach 1 Euro verlieren, ja, bekommen Sie das einfach auf Ihr Handelskonto automatisch zurück. Aber für unsere Interessen ist es einfach unlogisch, wenn unsere Kunden Geld verlieren. Ja, weil wir verlieren auch und nicht verdienen. Ja. Wenn unsere Kunden verdienen, verdienen wir mit ihnen auch. Okay, also ist das quasi eine 100% Garantie. Und dann ist ja das da noch mit diesen 7 Versicherungstagen. Und kostet denn die Versicherung extra Geld oder ist die gratis dann dazu? Wie funktioniert denn das genau mit der Versicherung? Muss man die extra abschließen? Kriegt man da dann nochmal so eine Police nach Hause geschickt? Oder wie muss ich mir das Ganze jetzt bildlich vorstellen? Mit 7 Versicherungstagen, wie habe ich schon Ihnen gesagt, wenn Sie. Einen Moment bitte. Ja. Warten Sie an der Leitung kurz. Na klar, ich kann warten. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie da irgendwo noch was Wichtiges nebenbei machen müssen. Einen Moment, warten Sie bitte an der Leitung. Ich habe die Frage verstanden. Einen Moment. Ja. Das passt so schön zum Thema. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe einfach einen Nachteil, so eine Nachricht von meiner Chefin bekommen. Sie haben gefragt, wie funktioniert diese 7 Versicherungstagen. Stimmt das? Ja, genau. Wie das mit den 7 Versicherungstagen funktioniert. Also ob man da nochmal extra was unterschreiben muss oder wie das dann, kriege ich da dann die Unterlagen nochmal separat mit nach Hause oder und wie kommt das dann? Kommt das dann per Post nachher alles? Schauen Sie, jetzt sage ich Ihnen. Zum Beispiel, ja. Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit 250 oder mit 500 oder mit 1.000 Euro. Na, da haben wir ja gesagt, machen wir 3.000. Ja, Sie können weiter einfach mit 3.000 Euro das aktivieren, aber wir können das einfach für Anfang zum Beispiel mit 500 Euro machen. Was werden Sie machen, wenn Ihnen das zum Beispiel nicht passt? Ja. Ja, so, Sie können weiter 2.500 Euro noch schicken, falls nicht, okay. Aber Sie probieren nur aus. Und zum Beispiel, dieses Geld bleibt auf Ihr Konto. Und der Roboter beginnt damit handeln. Im Transaktionsverlauf werden Sie sehen, dass Sie zum Beispiel heute 30 Transaktionen gehabt haben. Ja. Und jede Transaktion ist ungefähr 2, 3, 4 Euro und so weiter. Und Sie sehen, dass eine Transaktion ist im Minus. Ja, Sie haben 1 Euro verloren. Dann werden Sie das automatisch auf Ihr Konto zurückbekommen. Also wenn ich jetzt was verloren habe, dann kriege ich das von Ihnen dann wieder geschenkt. Also sollte da jetzt irgendwas ins Minus rutschen, dann überweist mir das Ihre Firma. Ja, dann machen wir machen das dafür, damit Sie das ansehen können. Ja. Wie viel können Sie verdienen und wie viel können Sie verlieren, einfach mit diesem automatisierten System. Aber ich sage Ihnen, dass unsere Kunden verdienen nur. Zum Beispiel 1 Euro oder 2 Euro zu verlieren, ich denke, das ist nicht viel, wenn Sie einfach so mehr verdienen können. Ja. Wenn Sie zum Beispiel 10 Euro verdienen und 1 Euro verlieren. Oder verdienen Sie 50 Euro und verlieren 2 Euro. Das ist nicht zu viel. Also sozusagen die Hyper-Dipoldi-Methode. Ja. Ja. Prima. Also das klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Also ist sehr entzückend. Und ja. Okay, dann können wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren. So, sagen Sie mir bitte, verwenden Sie Visa oder Mastercard? Da hatte ich ja gesagt, da habe ich so eine Dongzhuang-Karte. Das ist chinesische Karte. Das ist eine chinesische Karte, genau. Ah, wunderschön. Wo haben Sie eine chinesische Karte genommen? Die habe ich von meinem Arbeitgeber genommen. Von der Arbeit? Oh mein Gott. Was machen Sie beruflich denn? Ja, da stelle ich Autos her. Autos? Ja. Aha, das ist der Autoindustrie. Gut. Da muss ich Teller ablecken. Mhm, wunderschön. Einen Moment. Und wie alt sind Sie? Ich bin 29, immer noch.
habe verstanden. Einen ja. Moment. Okay, dann aktivieren wir zusammen Ihr Handelskonto. So möchten Sie mit Kryptowährungen das tätigen, ja? Wie meinen Sie das mit Kryptowährung? Die will ich ja bekommen, die Kryptowährung. Da hatte ich ja mit Ihrer Kollegin möchten schon ganz Sie ausführlich drüber diskutiert hier, weil ich wollte ja, eigentlich wollte ich das Geld ja direkt ausgezahlt haben, also die Kryptowährung. Aber da sagte sie ja, das geht irgendwie nicht so richtig und da muss man dann erst mit normalem Geld irgendwas machen und dann kriegt ja, man das klar. In Kryptowährung und dann kriegt man das hinterher wieder auf sein normales Geld überwiesen. Mit normalem Geld Krypto kaufen. Ja. Jetzt sende ich Ihnen so einen Moment so. Ja. Haben Sie E-Mail-Adresse? Sowas habe ich auch, ja. Manuel.Puffelchen@amdekafan.de. Ja, das genau das mit dem Puffelchen, das hat sich schon richtig angehört. Wunderschön. Dann sende ich Ihnen einfach eine E-Mail. Aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang. Aktualisieren. Okay, dann aktualisiere ich den Posteingang. Kleinen Moment. Von welchem Absender haben Sie denn den Bums da verschickt? Sie werden das von Abelina Schneider bekommen. Abelina Schneider. Von mir. DT. So. Ist aber noch, ist aber aktuell noch nichts angekommen. Sind Sie sicher? Ja. Hier steht Liste leer. Ach so, ja, ja, jetzt hier. Abelina Schneider an Gerold Steiner. Reimt sich. Mhm. Da steht jetzt drin, guten Tag. Ja. Gut, jetzt, ich habe das einfach überprüft, ob Sie das bekommen werden. Ach so, okay. Mhm. Und jetzt sende ich Ihnen einfach einen Link, mit welcher wir für Sie, sagen Sie noch einmal bitte, mit welchem Betrag möchten Sie zuerst das ausprobieren? Mit 250, 500 oder mit... Na, Sie sagten doch 3.000, dann kann ich da so ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Euro jeden Monat ausbezahlt bekommen. Mhm. Haben Sie gerade ins Telefon gefurzt? Hat sich gerade so angehört. Also mal davon abgesehen, dass es da schon wieder unfassbar laut ist. Ihr kriegt auch noch alles wieder vorgesagt. Reden Sie nicht mehr mit mir? Hallo? Sind Sie umgefallen? Also das ist ja höchst interessant da bei Ihnen. Aha. Ja, jetzt? Okay, gut, dann noch einmal, mit welchem Betrag? Na, mit 3.000, weil die Kollegin hat doch gesagt, ich kann dann so zwischen 2.000 und 3.000 jeden Monat ausgezahlt bekommen. Okay, einen Moment. Also wir könnten vielleicht auch mit 4.000 machen, dann ist es mit den 3.000 auf jeden Fall sicher. So viel mehr kann ich denn nicht, weil dann habe ich nichts mehr zu essen. Dann wahrscheinlich probieren wir das mit weniger Summe, oder was? Naja, weil die Kollegin sagte ja, dass wir da nach einem Monat dann 3.000 ausgezahlt bekommen. So würde ich das gerne machen. Okay, einen Moment. Ja, weil wenn ich da nächsten Monat ja dann schon wieder jede Menge Geld auf mein Konto bekomme, dann ist ja egal. Na, dann bis dahin kann man ja schon mal irgendwie durchhalten. Und dann, ja, ich sag mal, dann ist ja egal, ne? Wenn man dann nächsten Monat das Konto wieder voll bekommt, dann kann man es ja jetzt erstmal leer machen. Okay, einen Moment. Jo. Ich kann warten. Nehmen Sie sich ruhig so viel Zeit, wie Sie brauchen. Jeder fängt mal an. Hey, ich habe Ihnen einfach gesendet, einen Link. Sie haben mir jetzt nochmal eine E-Mail geschickt. Warten Sie, dann gucke ich. Weil ich habe jetzt noch nicht geguckt. Da muss ich erstmal aktualisieren hier bei mir. Wissen Sie, das ist so ein ganz alter Schinken. Da muss man dann erst speicheln. Klicken Sie auf diesen Link. Da ist ja noch kein Link da. Also ich muss hier erstmal kurz den Computer streicheln. Wahnsinn. So, jetzt bin ich wieder im E-Mail-Postfach drin.
Linse streicheln hilft ja manchmal. So, und jetzt, wenn ich auf Aktualisieren drauf drücke, also ich klicke hier wie ein Bekloppter und aktualisiere das die ganze Zeit und noch ist nichts gekommen. So. Sie haben gesagt, dass Sie das schon bekommen haben. Ja, ja, ich sage gleich Bescheid, wenn das angekommen ist. Aber Sie haben die E-Mail auch garantiert schon rausgeschickt, ja? Nicht, dass ich jetzt hier umsonst die ganze Zeit aktualisieren drücke. Ja. Okay. So, genau, jetzt hier ist wieder von Abelina Schneider mit DT. So, da ist jetzt ein Link drin. So, ramp.network/buy, ja? Das ist die richtige Seite, da habe ich jetzt den richtigen Link, ja? So, dann drücke ich da jetzt direkt mal auf diesen Link drauf und da bekomme ich jetzt so eine grüne Seite, ne? Also da steht jetzt Buy und Sell oben drauf und dann darüber Ramp. Ja, ist das richtig? Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Hallo? Nehmen Sie mal das Bonbonpapier da irgendwie von dem Mikrofon weg. Haben Sie sich gerade den Hörer irgendwo reingeschoben? Das hört sich ja komisch an. Hallo? Dann haben Sie das schon geöffnet, oder nein? Na, ich bin jetzt auf dieser grünen Seite. Da oben steht jetzt Buy und Sell. Und da oben drüber steht ein Ramp mit so drei Vierecke. Oder eigentlich sollen es vielleicht so zwei ineinander verkettete Vierecke sein. Und also das war jetzt der Link aus Ihrer E-Mail-Adresse. Da habe ich direkt drauf gedrückt und da kommt dann so eine grüne Seite, wo man da so oben, da sind so... Na, da, das ist so eine grüne Seite. Da oben, da steht da drüber Buy und Sell. Und da drüber steht ein Ramp mit so zwei Vierecke, die so ineinander verkettet sind. Also könnten es sogar drei Vierecke insgesamt sein. Was meinen Sie? Sehen Sie Ad-Card. Was ist ein Ad-Card? Das kenne ich nicht. Ah, das ist auf Englisch. Nee, sowas sehe ich jetzt hier nicht, nee. Okay, noch einmal, einen Moment. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie da ein bisschen Zeit brauchen. Also ich habe Zeit mitgebracht. Wollte ja jetzt hier heute ordentlich einzahlen und gucken, dass der Zasterlaster vorbeifährt. Also da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Das ist schon gut, haben wie Sie das machen. Sie diesen Link geöffnet? Ja, ja, also ich habe da direkt, also Sie hatten ja eine E-Mail geschickt und in der E-Mail war ja ein Link drin, der ist blau hinterlegt gewesen. Also das ist das Zeichen für Hyperlink, dass man da direkt draufdrücken kann. Und da habe ich dann direkt auf diesen Link draufgeklickt und dann ging auch direkt eine Seite auf. Okay, ja? Okay, zu viel. Ja, okay, nicht so schnell, okay, bitte. Ja. Dann, Sie heißen Gerold Steiner. Richtig, genau. Also da haben Sie den richtigen Namen. Genau, Gerold Steiner. Wie das Wasser. Okay, sagen Sie bitte, wohnen Sie in Deutschland, ja? Ja, na klar. Aber ich würde gerne mit einem ausländischen Konto bezahlen, geht das? Also, weil wenn ich aus dem Ausland bezahle, dann kriegt das hier die Steuer in Deutschland nicht mit, wissen Sie? Okay. Ja. Gut. In welcher Stadt wohnen Sie? Sagen Sie mir bitte Ihr Postleitzahl. Das ist die 12055. 12005. Nee, die 12055. Oder 12055, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Ja, Postleitzahl ist. Können Sie das buchstabieren? Wie meinen Sie das? Soll ich die Buchstaben von den Wörtern buchstabieren oder was? In welcher Stadt wohnen Sie? In Berlin. Berlin und. Ja, Postleitzahl lautet 12005. Nee. 12.055. Ein, zwei, neun, fünf, neun. Nee, 12.055. Okay, gut. Und sagen Sie mir bitte Ihre Straße und Hausnummer. Die Straße ist die Braunschweiger Straße 77. Gut, ein Moment. Ja. Ich überprüfe diese Information, ob das richtig ist. Vollkommen in Ordnung. Ordnung muss ja sein. Wir wollen ja hier schließlich nicht irgendeinen Unfug machen. Ist auf jeden Fall schön, dass Sie alles immer gleich überprüfen. Da weiß ich gleich, dass ich bei der richtigen Firma gelandet bin, die sich wirklich Mühe gibt. Okay, gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie Visa oder Mastercard? Eine Dongswang-Card. Also ich würde das gerne mit einer ausländischen Karte bezahlen, weil dann kriegt das die Steuer nicht habe mit. Habe verstanden. Ja, genau. Das ist eine Dongswang-Karte. So, die erste Ziffer von Ihrer Karte ist 4 oder 5? Was meinen Sie genau?
Nehmen Sie Ihre Karte. Ach so, warten Sie, da muss ich die Karte erstmal holen. Ja, na klar. Okay, warten Sie. Dann gehe ich mal ganz kurz in mein Portemonnaie. Da muss ich Sie mal kurz hier liegen lassen, ja? Weil das Telefon, das ist ja noch mit so einem... Ja, genau, weil das Telefon hat ja noch so ein geringeltes Kabel. Ich möchte ein bisschen Wasser trinken. Okay, dann laufen Sie noch eine Runde Wasser. Ich bin gleich wieder da. Ich bin hier, ja. Okay. Ja, oh Mann. Nehmen Sie ja Zeit. Jetzt werde ich darauf warten. Ja, in Ordnung. Dann gehe ich jetzt schnell die Geldkarte holen, ja? Es dauert einen kleinen Moment. Oh Mann, gut Ding will Weile haben. Also wir sind jetzt schon wieder fast 40 Minuten mit der netten Betrügerin hier in der Leitung und sie wartet und wartet und wartet. Ja genau, endlich mal eine seriöse Betrügerin. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die dazugestoßen sind. Ich versuche nebenbei den Chat immer so ein bisschen noch mit im Auge zu behalten, auch wenn ich jetzt hier lauter Zauberknöpfchen schon mittlerweile mir angeschafft habe, um das Ganze hier so ein kleines bisschen übersichtlicher zu gestalten. Ist ja doch noch nebenbei im Internet so ein bisschen unterwegs hier, ne, um die Daten für die nette Betrügerin hier rauszusammeln. Auf jeden Fall ist der Zahllink hier schon wieder eins von diesen ganz ultraseriösen Modellen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen uns jetzt erstmal eine neue Kartennummer für die Dongsbang-Karte noch nebenbei generieren. Sind Sie hier? Gut, dann gehen wir mal schnell wieder ran. So, da sind wir wieder. Ich gucke jetzt gleich mal. So, Sie haben ja nach so einer Nummer gefragt, ne? Welche Nummer sollte ich Ihnen da jetzt genau vorlesen? So, sagen Sie bitte, die erste Ziffer von Ihrer Karte ist 4 oder 5? Nee, da ist eine 6 als erste Zahl. Also die allererste Zahl bei der Kartennummer, das wäre dann eine 6. 6, okay. Und weiter? Als nächste Zahl kommt dann die 501506. Einen Moment, nicht ja. Sehr schnell. Mhm. 6501 weiter. Also die 6501506 46, ja. Und dann kommt die 1000. Einen Moment. Ja. Warum machen Sie das schnell? Ich habe es gesagt. Ja, weil ich sonst immer den Blick verliere, wo ich gerade war, wissen Sie? 6501 50, ja. Warten Sie, also die. Einen Moment, ich habe nur über erste sechs Ziffern gefragt. Die ersten sechs, warten Sie, dann zähle ich hier mal 2, 4, 6. Also die ersten 6, ja? Dann die 65050. 650150. Ja, genau. Richtig. Das ist. Es gibt keine Karte solche. Natürlich, es ist eine Dongsbang-Karte. Ich werde mit Ihnen weiter nicht sprechen. Wenn Sie mit mir wirklich Handelskonto aktivieren möchten, dann sagen Sie mir bitte Ihre echte Karte, genaue Karte. Das ist doch die genaue Karte. Nein, das ist unrichtig. Wieso? Es ist eine ganz normale Dongsbang-Karte. Ja, ich habe das überprüft. Das ist unrichtig. Das ist falsch. Falsche Karte. Warum haben Sie mir... Sie haben so viel Zeit verloren und einfach... Was machen Sie jetzt? Warum sind Sie jetzt so unfreundlich zu mir? Ich dachte, Sie sind ein seriöses Unternehmen. Ich dachte, dass Sie seriös sind. Aber Sie haben einfach falsche Karte mir gesagt. Nee. Es gibt keine Karte mit dieser Nummer. Natürlich. Okay, machen Sie bitte ein Foto von Ihrer Karte und schicken mir per E-Mail. Ein Foto von meiner Karte? Nee, das mache ich nicht. So was macht man nicht. Man soll die Kreditkartendaten nicht abfotografieren. Steht sogar auf der Karte drauf, dass man die nicht fotografieren soll. Wieso glauben Sie mir nicht? Was soll denn das? Ich dachte, Sie sind eine seriöse Firma. Und jetzt möchten Sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, oder was? Ich dachte, da kann man jetzt bei Ihnen irgendwie vernünftig Geld verdienen. Hallo? Ja. So, schauen Sie. Sie haben mir, was haben Sie mir gesagt? 6, 5? Genau, von der Dongsbang-Karte. Es gibt keine Karte solche. Natürlich. Geben Sie mir Ihre normale Karte. Das ist doch meine ganz normale Karte. Das ist die Dongsbang-Karte. Mit der bezahle ich überall im Supermarkt. Sind Sie noch irgendwie in der Leitung? Also, wie gesagt, die Leitung steht noch. Ich kann Sie aber nicht mehr hören. Ja, jetzt höre ich wieder was. Was?
was möchten Sie? Was möchten Sie? Sagen Sie bitte. Möchten Sie Geld verdienen? Dann sagen Sie mir bitte Ihre reale Karte, richtige Karte. Na, hören Sie mir nicht zu? Und warum sind Sie jetzt denn so unfassbar unseriös auf einmal? Ah, ich bin unseriös. Okay, wie habe ich Sie gesagt? Okay, gut, was machen wir weiter? Na, ich wollte ja mit meiner Dong Swang Karte einzahlen. Okay, sagen Sie bitte, Ihre Karte lautet 6501. Genau, das ist die Dong Swang Karte. Eine chinesische Karte, habe ich Ihnen ja schon eingangs des Gesprächs gesagt. Weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Ich bezahle damit jeden Tag an der Supermarktkasse. Das ist Kreditkarte, ja? Genau, eine Dong Swang. Aber wissen Sie, dass Kreditkarte, so, das ist Visa oder Master. Und Mastercard... Nee. Das ist eine Dong Swang. Keine Visa und keine Master. Das ist eine Dong Swang. Okay. Haben Sie andere Karten? Ich hätte noch eine Masterkarte da, ja. Aber ich habe ja gesagt die ganze Zeit, dass ich mit der Dong Swang-Karte gerne einzahlen würde. Nein, Sie werden mit Dong Swang-Karte das nicht machen. Wir arbeiten mit chinesischer Karte nicht mehr. Wohin haben Sie gesagt, es geht mit einer chinesischen Karte? Ja, ich habe das überprüft, aber es gibt sogar keine Karte mit dieser Ziffer. Verstehen Sie? Naja, meine Karte geht schon mit der Ziffer los. Da steht 651 am Anfang. Sind 16 Stellen. 6,5 oder 5,6? Nee, 6,5. Nein. Das ist eine Dong Swang-Karte, eine chinesische Kreditkarte. Nein. Doch? Oh. Soll ich jetzt die Visa-Karte holen oder was? Ja. Okay, dann muss ich aber nochmal zu meinem Portemonnaie gehen. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, okay. Weil ich wusste ja nicht, dass ich jetzt dann nochmal eine andere Karte benötige. Nehmen Sie Ihre Zeit. Dann einen kleinen Moment bitte. Na klar. Eieieiei. Also, was will man da jetzt noch großartig zu sagen? Genau, also was die da die ganze Zeit mit ihrem Telefon im Hintergrund macht, ja. Vor allem, wie unverschämt die gleich werden, ja. Und die glaubt jetzt noch allen Ernstes, dass die von uns hier noch Geld bekommt. Also da sieht man mal, wie realitätsfern die Betrüger hier die ganze Zeit arbeiten. Aber ich werde sie jetzt mal wieder mit zurück ins Telefon holen, bevor sie noch auflegt, weil 46 Minuten haben wir mit ihr schon geschafft. So, da haben bin Sie ich Visa-Karte wieder. Hallo? Genommen? Mhm, ja, ich bin dort. Ich habe jetzt meine Visa-Karte geholt. So, warten Sie. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, weil mit der kenne ich mich nicht so aus. Die habe ich bis jetzt noch nicht so oft benutzt. So... Da ist jetzt die Kartennummer 44 07 09 20 25 35 66 17. So, Ihre Visa-Karte lautet 44 07 09 20 25 35 66 70. Nee, 17. Ah, 17. Okay, so. Gut. Dann sagen Sie mir bitte Ihr Ablaufdatum. Das Ablaufsdatum ist 0624. 0624, okay. Und dreistellige Nummer? Ach, hier diese schräge Nummer meinen Sie, ne? Da, wo, da steht CVV. Nein, dreistellige Nummer von der Rückseite. Eine andere habe ich da nicht, da steht nur CVV, die Nummer. Diese schräge Nummer davon, die brauchen Sie. Hallo? Hallo? Noch einmal? Was meinen Sie? Sie haben mir dreistellige Nummer gesagt, stimmt das? Nee, ich habe gefragt, wo die ist. Da steht bei mir CVV. Ist das die CVV-Nummer? Das ist Nummer, so, das ist digitales Unterschrift von der Rückseite. Sie sehen dort drei Nummer. Stimmt das? Drei Nummer. Genau, erste die CVV-Nummer. Erste Ziffer ist... Also meinen Sie die CVV-Nummer oder welche Nummer meinen Sie? Ja, probieren Sie das mit dieser Nummer mehr sagen. Das ist die 989.
Das ist falsche Nummer. So, schauen Sie, ich habe nicht so viel Zeit mit Ihnen zu sprechen. Falls das ein Video gibt oder etwas, so, ich sage Ihnen Hallo. Ja, wenn Sie denken, dass Sie alles sehr klug gemacht haben, das ja. ist nicht so. Na, wir haben ja fast eine Stunde geschafft. Das ist, denke ich mal, schon klug genug gewesen. Herzlich willkommen im Livestream auf YouTube. Oh, wunderschön. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie wirklich ein kluger Mann sind. Ah, nein, ich habe... Also, nein, Sie sind nicht kluger Mann. Nee. Ich habe das von erster Minute gewusst. Ach so, deswegen bist du auch eine Stunde am Telefon. Möchtest du denn noch jemanden grüßen? Sie, ja, ich möchte sagen, dass Sie sind blöd. Ja? Mhm. Und sonst noch jemanden grüßen? Netflix schaut zu und viele andere Namen, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil die gerade... Wie viel sind. Geld verdienen Sie, sagen Sie bitte? Nö, das verraten wir nicht im Livestream. Mit diesen Dingen, wie viel können Sie verdienen? So, man kann nach oben hin, gibt es keine Grenzen. Also. Ja? Ja, da kann man schon gut dran verdienen, ja. Oh. So ungefähr wie viel? So. 1.000, 2.000 Dollar? Kann man damit machen, ja. Oh, das ist gut. Aber schauen Sie, am nächsten Mal machen Sie bitte einfach kluger. Manuel Puffelchen MDK Fun. Ich habe das einfach zuerst verstanden. Aber ich musste mit Ihnen ein bisschen zu sprechen. Ja, verstehen gut. Sie? Genau, aber bei 50 Minuten Gesprächszeit denke ich schon, dass es schlau genug war, ne? Ja. Und wo haben Sie unsere Plattform gefunden? Die Plattform habe ich bei Scam Detector. Ja? Ja. Scam Detector? Können Sie noch einmal sagen, Scam? Scam Detector. Mhm. Moment. Genau, da habe ich den Namen von euch gefunden und bin dann auf eure Webseite und habe mich direkt auf eurer Webseite, also nicht über diese komische Werbeplattform angemeldet. Genau. Es gibt keinen Link Scam Detector. Nicht? Ja. Muss immer googeln. Scam Detector. Ich habe nichts gefunden. Das ist scam-detektor.com. Gib mal einfach bei YouTube Scam Detector ein. Und dann, YouTube. Ach, nicht bei YouTube, bei Google, Entschuldigung. Und ich dann, habe genau. www.scam-detektor.com. Leider konnte ich das nicht öffnen. Okay. Das ist eine blaue Seite. Ja. Ja, ich sehe das, aber ich kann das nicht öffnen. Aber vielen Dank, wir haben mit Ihnen so viel gesprochen. Das gefällt mir aber nicht so viel, aber gefällt mir ein bisschen. Ja, mir gefällt das auf jeden Fall auch. Und sagen Sie bitte, machen Sie das jeden Tag? Das mache ich jeden Tag, ja. Bei mir rufen so am Tag 40 bis 60 Leute an. Und wozu machen Sie denn? Ja, um die Menschen vorzuwarnen, dass sie bei euch kein Geld investieren. Aber wo habe ich gesagt, dass sie Geld zum Beispiel investieren sollen? Ja, naja, ohne Geld funktioniert das Ganze ja bei euch nicht. Aber eins ist ja klar, man kann euch... Aber sagen Sie bitte, wenn Sie zum Beispiel zum Supermarkt gehen und ohne Geld, können Sie etwas kaufen? Nee. Auch hier, aber das bleibt ja Geld. Und im Woche habe ich gesagt, ich weiß nicht, wozu haben Sie etwas über Scam gesagt. Aber ja, wir sind reguliertes Unternehmen und Sie können einfach sogar das ausprobieren, aber... Ich habe keine Lust, mit Ihnen einfach weiter zu sprechen, weil Sie einfach nicht unser russischer Mann sind. Ach wenn so. Sie wirklich etwas verdienen möchten, Sie können nicht nur Videos auf YouTube machen, als auch einfach verschiedene Interessen auch mit Kryptowährungen machen und so weiter. Sagen Sie bitte, haben Sie Bitcoin? Ich habe kein Bitcoin. Aber da brauchen wir uns auch gar nicht aber weiter darüber unterhalten. Viele Videos mit Kryptowährungen machen. Sie machen so viele. Und das sind viele Plattformen. Also sagen Sie bitte, haben Sie irgendwo Handelskonto aktiviert oder nein? Nein, ich habe kein Handelskonto. Wieso? Ich brauche aber auch kein Handelskonto. Wieso? Ja, weil ich mein Geld ehrlich verdiene. Ich auch? Nee. Mhm. Du verdrängst dein Geld mit Betrug. Denn wenn man bei euch Geld reinsteckt, dann steckt man das Geld nicht in das eigene Konto, sondern einfach nur in das Konto des Chefs von dir, der sich dann einen schönen Porsche kauft. Das ist falsch. Ich arbeite richtig.
Und ich helfe Menschen, Handelskonto zu aktivieren. Genau, jetzt habt ihr es geschafft, wieder jemanden abzuzocken. Das bedeutet die Klingel im Hintergrund. Noch einmal bitte? Die Klingel im Hintergrund bedeutet, dass ihr gerade jemanden beschissen habt. Mhm. Doch, doch. So funktioniert der Betrug. Nein, das ist nicht Betrug. Doch. Das ist bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug. Mhm. Wie können Sie das sagen? So, haben Sie einige Bekannten, die etwas gemacht haben? Das kann ich sagen, indem ich das ein ganzes Jahr jeden Tag hier auf YouTube veröffentliche. Mhm. Und so, schicken Sie mir bitte per E-Mail Ihre YouTube. Das machen wir nicht. Wieso? Da kannst du schon selber nachsuchen. Warum? Haben Sie Angst davor oder was? Warum sollte ich Angst vor dir haben? Sie sollen mir einen Link schicken. Warum sollte ich dir einen Link schicken? Möchten Sie nicht? Okay, dann ich werde Ihre Videos nicht schauen. Und Sie werden keine ehrlichen Geld bekommen. Ja, ist nicht schlimm. Ich brauche deine Klicks nicht. Okay, wir können Sie sagen. Mhm. Aber findest du das nicht einfach unverschämt, den Leuten das Geld aus der Tasche zu klauen? Ich meine, am Ende bekommen die Leute ja nichts von dir. Einen Moment bitte. Unsere Kunden verdienen mit uns. Sie Verlust. Verdienen jeden Tag Profit. Nein, so, sagen Sie bitte. Gibt es verschiedene Berufe, zum Beispiel Copywriter. Sie haben einfach unsere Plattform dorthin auf dieser Seite gestellt und Sie können sehen das. Aber unsere Kunden verdienen. Eure Kunden sind in Wahrheit Betrugsopfer und haben danach nichts mehr. Das Geld, was man euch überweist, ist dann weg. Und selbst wenn ihr den Handel noch eine Weile vortäuscht, dann ist das nichts mehr als mit einem Demokonto. Und letztendlich ist die Kohle weg. Der Auszahlen-Button funktioniert bei euch nicht. Haben Sie das probiert? Ich weiß das, ich muss das bei euch nicht probieren. Wie können Sie das fassen? Ihr benutzt das gleiche Betrugssystem, ihr benutzt das gleiche Content-Betrugssystem wie alle anderen Scammer auch. Ihr habt genau das gleiche System. Das kann man bei Wish für 50 Euro kaufen. Die Plattform, die ihr betreibt. Für wie viel? Für 50 Euro gibt es das Content-Management-System. Ja? Aber das nicht gewusst. So ist es. Mhm. So billig kann man als Betrüger heute Geld machen. Das ist nichts. Ich bin keine Betrügerin. Ich helfe unseren Kunden. Was machen Sie? Ich verstehe nicht. Und was sagen Sie auch? Ich zeichne dich auf und stelle dich ins Internet, damit keiner bei dir Geld einzahlt. Mhm. Aber wir brauchen Geld von Kunden nicht. Ja, ich habe schon das gesagt. Das bleibt Geld von Kunden. Aber vielen Dank für dieses Gespräch, aber ich habe leider keine Zeit mehr. Ich muss weiter mit Menschen, mit chinesischen Karten einfach immer Handelskonto aktivieren. Ja. Dann ich wünsche Ihnen viele Anrufen und bis später. Ich hoffe, dass Sie bei uns weiter nicht sich abmelden werden. Doch, bestimmt noch ein paar Mal. Ja. Tschüss. Tschüss, Sikorski. So, da hat die nette Betrügertante dann aufgelegt. Aber oh doch, jetzt ruft jemand an. Dann schalten wir mal um. Ja, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Ja. Alexander Hübner spricht am Apparat. Wie geht guten es Tag, Ihnen Herr so? Hübner. Ja, mir geht's ganz gut soweit. Und Ihnen? Super, mir geht es auch gut. Danke für die Nachfragen, Herr Steiner. Ich bin der Kundeberater und habe gerade Ihre Anmeldung bekommen, dass Sie auf General Crypto angemeldet sind gerade, ne? Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht richtig verstanden. Ich bin der Kundeberater und habe gerade bekommen, Ihre Anmeldung auf General Crypto Offers. Ja, genau. Mhm. Ja, aber genau. Hier steht Ölprofit, ja? Genau, das ist richtig. So, Herr Steiner, durch diese Fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich oder ist das erstmal für Sie? Nö, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Also alles, was da so mit Handeln angeht, ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt hier im Internet gerade so eine Werbung gesehen und dachte, ich melde mich mal direkt an.
Ja, okay, okay. Herr Steiner, also haben Sie auch nicht mit Aktien gehandelt oder mit Wertpapieren, ne? Nee, mit Aktien habe ich auch noch nicht gehandelt und Wertpapiere auch nicht. Sowas habe ich alles nicht. Dafür reicht mein Hartz IV gar nicht aus. Okay, das ist gar kein Problem, dass Sie keine Fonds haben, Herr Steiner. Würde ich Ihnen natürlich jetzt erklären, wie Sie auf dem Platten profitieren können, ja? Ja. Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie auf dem Platten profitieren können. Die erste Möglichkeit lautet, mit vollautomatisierten Robosystemen zum Handel. Wer für Sie 24 Stunden arbeitet, öffnet und schließt die Position für Sie automatisch, ja? Sie lesen das so schnell vor, mal ein kleines bisschen langsamer, weil das sonst verstehe ich sonst alles nicht. Okay, alles klar. Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie auf dem Plattform profitieren können. Die erste Möglichkeit lautet, mit vollautomatisierten Robotsystemen zum Handel, wer für Sie 24 Stunden arbeitet, öffnet und schließt die Positionen für Sie automatisch. Okay? Ja. Die zweite lautet, mit eigenen persönlichen Finanzberater zu handeln, wer für Sie auf der Plattform mit Ihrem Handelskonto bearbeiten würde, wer für Sie auf der Plattform die Positionen offen schließen würde auf dem richtigen Zeitpunkt. Damit meine ich, dass Sie nur natürlich die gute Erfahrung zu kriegen, nach was wichtig ist, eine gute Profite zu erledigen auf Plattform, also große Summe meine ich jetzt mal, ne? Ja. Genau, der Finanzberater würde Sie auch sagen, mit welcher Kryptowährung Sie beschäftigen sollen, weil da gibt es auch verschiedene Kryptowährungen auf Finanzmarkt, genauso wie Bitcoin, Ethereum, sowie auch Cardano, Solana und so weiter. Und der Finanzberater würde Sie auch sagen, mit welcher Sie beschäftigen soll, weil welche Potenzial hat, in Zukunft einen großen Profit zu machen, Sie damit, ja? Ja. Genau. Aber bis Sie auf dem Plattform Handel anfangen, Herr Steiner, Sie brauchen den Mindesteinstiegskapital zum Investieren, ja? Das damit haben Sie super vorgelesen. Genau, damit würden Sie das Konto aktivieren danach, ne? Ja. Welche Summe haben Sie sich entschieden? Ja, also ich sage mal, was ist denn da so am besten, also wo man da gleich richtig gut Geld verdienen kann? Also bei VIP-Konto zu bekommen ist also 1000 Euro. Ja. Und also so gute Profite zu machen, natürlich, also besser als 250 Euro ist die beste Möglichkeit, mit 500 zu anfangen. Ja. Und 250 Euro ist die Minimum halt, ne? 2x50 Euro. 250 Euro ist die Minimum. 250, ja. Genau. Und bekommt man da auch Bonusse? Genau, bei 500 Euro bekommen Sie 150 Euro als Bonusgeld, also als Willkommensbonus. Ja. Und bei dem 1000 Euro bekommen Sie 200 Euro als Willkommensbonus. Ja, also und ja, wie kann man denn da jetzt das machen? Also, wie lange dauert es denn oder wie viel Geld bekommt man denn da eigentlich insgesamt überhaupt? Und kann man da eigentlich auch mit Zitronen bei Ihnen handeln oder ist das, das müssen Sie mir nochmal ein kleines bisschen genauer erklären, weil da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Mit was handeln bitte? Mit Zitronen. Mit Zitronen? Ja, die südliche Frucht aus Südland. Nein, nein, damit handeln wir leider nicht. Nur mit Kryptowährungen. Ach so, also jetzt hier so Obst oder sowas geht nicht? Nein. Weil ich dachte, Obst wegen vegan und sowas, weil veganer Handel ist ja heutzutage total abgefahren, ne? Da sind ja die ganzen Straßenfestkleber, die stehen nein, ja da total nein, also drauf. Also bei uns veganer Handel leider nicht, nur wer Fleisch isst halt. Nee, ich meine jetzt mit den Produkten. Nein, handeln wir nicht. Mit Veganer leider nicht, Herr Steiner. Nee, nicht. Ich meine Veganer, nicht Veganer als Produkt, sondern mit veganen Produkten. Also wie zum Beispiel eine Zwiebel oder sowas. Nein, mit Zwiebel auch nicht. Nur mit Fleisch. Nee, Sie verstehen mich, glaube ich, falsch. Nein, also Herr Steiner, bei den solchen Produkten, wir handeln nicht. Wir handeln nur mit Kryptowährungen. Ach so, also ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, ob das Wertpapier, Aktien, Kryptowährungen, damit handeln wir. Ach so, okay, nee, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, also haben Sie es auf den Werben gesehen? Ja, ja, da stand zwar was mit Krypto, aber ich dachte, dass man da vielleicht auch trotzdem mit so Ware handeln kann und so. Nein, also stand das auf dem Werbung, dass Sie mit so Obst handeln können? Nee, oder? Aber da stand halt Handel und deswegen dachte ich, weil man kann ja damit nein, auch handeln. Nein, mit dem Handel wurde gemeint nur mit Kryptowährungen. Ach so, ja gut, dann haben wir uns da falsch verstanden. Aber dann machen wir das so, das ist ja auch interessant. War jetzt nur mal so nebenbei, weil ich dachte, weil, wie gesagt, vegan alles ist ja momentan gut. Total angesagt und deswegen dachte ich, kann man ja mal fragen. Ja, alles. Kryptowährungen, Sie Profit machen, bei jedem können Sie auch das Geld rauszahlen, bei jedem. Ja, und die Höhe der Auszahlung?
Das ist 1,5% als Provision, Herr Steiner, von Ihren Rauszahlungen Geld. 1,5%? Genau, bei dem ausgezahlten Geld. Ja, okay. Bei jeder Auszahlung. Ja gut, dann sollten wir ja natürlich möglichst viel erstmal zum Anfangen. Aber weiß ich nicht, gibt es auch, also, ja, wir sagen wir mal, ich würde da jetzt 1.000 Euro reinstecken. Ja. Ja, dann wie viele Bonusse gibt es da nochmal? 200 Euro. Okay, also habe ich ja dann 1.200. So. Genau. Genau, und ab wann kann man da denn was auszahlen? Wenn Sie es möchten. Wenn Sie natürlich profitiert haben, so genug, wie viele für Sie denken, dann können Sie das Geld rauszahlen. Bei jedem Sekunden, jede Woche, ja. Wie viel Sie es möchten. Ja. Das liegt natürlich an Ihnen. Das ist Ihre Entscheidung, wie viel Sie auszahlen, was Sie es möchten auch. Okay. Mhm. Noch eine Frage? Nö. Nee. Okay, und könnte ich jetzt bitte wissen, welche Summe für Sie interessant klingt? Ja, dann nehme ich erstmal 1.000. Erstmal 1.000 Euro, okay. Was wäre Ihre Investitionsmöglichkeit? Also benutzen Sie eine Kreditkarte, welche lautet Master- oder Visa-Card, PayPal-Überweisung oder Online-Banking? Ich habe eine Kreditkarte. Nehmen Sie da zufälligerweise auch die Dongswang-Card? Nein, nur die Master- oder Visa-Card. Ach so, okay. Ja, dann muss ich so eine nehmen. Also haben Sie einen Master oder eine Visa-Card? Ja, da habe ich noch eine Visa-Karte. Okay, ich überprüfe dann kurz Ihre E-Mail-Adresse. Das lautet gerold.steiner@mdccfun.de. Ja. Okay, auf diese E-Mail-Adresse sende ich gerade einen Zahlungslink. Damit können Sie eine Investition mit dem Kreditkarte erledigen, okay? Ein Zahlungslink. Ja. Geht es hier nicht direkt bei Ihnen auf der Webseite? Weil ich bin ja hier auf ölprofitab.net. Ja, aber dort sollen Sie Ihr Formular ausfüllen, dass nachher offizielle Kunde Sie werden und deswegen haben wir einen Link dafür, ne? Ach so, ja gut, dann machen wir das über den Link, das ist mir ja dann egal. Genau. Ich dachte nur hier, genau. Weil ich ja jetzt schon auf Ihrer Seite da drauf bin. Ach so, alles gut. Alles gut. Kurz einen Augenblick. Ja. Ich bin gerade dabei, das zu senden. Okay, bitte kurz einen Augenblick. Ja. Habe ich gerade gesendet. Sie können gerne Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, ob Sie es bekommen haben. Ja, dann gucke ich mal direkt in die E-Mail-Adresse rein. Kleinen Moment. Mhm, bitte sehr. Oh, muss ich auf Posteingang klicken und... Nee, aktuell ist noch nicht da. Ah ja, das dauert, glaube ich, 1 oder 2 Minuten. Ja, okay, da kann ich warten. Das ist ja nicht das Problem. Ja, sehr gut. Aktualisieren Sie es nochmal oder vielleicht in der Spam angekommen, weil wir täglich viele Nachrichten senden, kann sein, dass Spam gelandet ist. Ja, da gucke ich auch gerne nochmal. Vielleicht ist ja da irgendwo was. Manchmal versteckt sich ja da wirklich irgendwo was drin. Ja. So, also, noch nicht da. Haben Sie, immer noch nicht? Nee. Haben Sie unter gleicher Nummer sogenannten WhatsApp vielleicht? Nee. Haben Sie nicht? Nee, sowas benutze ich nicht. Sie benutzen kein WhatsApp? Nee, das ist mir zu unsicher alles. Ach so. Okay, ist es immer noch nicht angekommen? Nee, aktuell ist noch nichts da. Okay, dann würde ich das kurz mal als Assistentin fragen und die würde das bei Ihnen senden, okay? Dann warte ich so lange, ja? Ja, kurzen Augenblick. Naja, mal gucken. Die E-Mail ist natürlich schon da. Wie immer höchst unseriös hier alles. Der Zahlungslink hat nichts mit der Webseite von denen zu tun. So, die Frau hat mir gerade geschrieben, dass er gesendet wurde. Können Sie bitte kurz überprüfen nochmal Ihre E-Mail-Adresse? Ja, na klar, da gucke ich da nochmal rein.
Das muss von Frau Sarah Smith sein. Ja. Nee, also da ist jetzt aktuell noch nichts drin. Warten Sie mal jetzt. Ja. Von Sarah Smith. Genau. Ja. Einmal da draufklicken, bitte. Auf den Link da, ja. Genau. Admiria. Go.admiria soll das sein, ne? Ja. Sind Sie schon auf der nächsten Seite, wo ja, die Formular jetzt ausfüllen sollen? Jetzt lädt hier irgendwas, ja. Okay, warten wir. Ja, da ist so ein komisches R in der Mitte und das blinkt. Ja, warten wir. Das soll noch geöffnet sein danach. So, jetzt steht hier Billing Details. Kann man das irgendwie auf Deutsch machen? Genau. Auf Deutsch, der rechten Seite oben sehen Sie einen Flag, wo da Englisch steht und einfach Deutsch drücken danach, ne? Wie bitte? Rechte Seite oben, auf dem Ecke, sehen Sie? Ein Flag. Wie jetzt? Bei dem Webseite, wo Sie gerade sind, rechte Seite, links, rechts oben, Ecke. In der Ecke soll das sein, ach, da, auf ja. Englisch. Über Login. Genau. Genau, das sollen Sie auf Deutsch umstellen. Jetzt ist hier wieder dieses komische R, was da so ein bisschen rumbummelt. Ja, warten wir dann ein bisschen. Ja. So. Also. Mhm. Jetzt, Moment. Ja. So, ja jetzt genau, jetzt habe ich ja so eine Seite, da steht irgendwas mit Rechnungsdetails. Genau, jetzt unten scrollen bitte einmal und sehen Sie Vorname, Nachname, Anschrift, Zeile 1. Sehen Sie? Ja, den Vorname, ja. Genau, genau, das sollen Sie ausfüllen jetzt. Ja. Ganz normal ausfüllen. So, dann den Vornamen und den Nachnamen. So, dann genau. die Straße, ja? Genau, Anschriftzeile nur 1 einschreiben, Adressezeile 2 können Sie einfach leer lassen. Ach so, ja. Ja, ich habe auch bloß eine Anschrift. Genau. Ja. So. Also. Genau, dann habe ich hier noch die Straße, die ich da reintippeln muss. Bitte? Die Straße. Also bei dem Anschrift Zeile 1 sollen Sie die Straße eingeben. Ja. Mhm. Und dann kommt die Stadt unten, sollen ja. Sie die Stadt eingeben. Ja. Dann kommt die Postleitzahl. Moment, da muss erstmal noch das Land. Genau. Stop. So. Und dann die Postleitzahl. Genau. Und dann nochmal meine Telefonnummer und meine genau, E-Mail-Adresse nochmal. Genau, genau. So, das habe ich drin. Und jetzt, wenn Sie unten scrollen, sehen Sie Kreditkartenstrippe in Nagel geschrieben, ne? Ja. Genau, einmal da draufklicken. Ja. Dann kommt so ein Formular mit Viereck, Card Number, Expiry Date, Card Code, ja? Ja. Genau, einmal sollen Sie Ihre 16-stellige Nummer eingeben von Ihrem Kreditkarte. Also da muss ich erstmal gucken. Okay. Ritterburg 100 haut einen Superchat mit 5 Euro raus. Da sollen Sie einfach ganz einfach die Daten füllen. Ganz lieben Dank für deinen Superchat, Ritterburg. So, nehmen wir mal den netten Betrüger hier zurück in die Leitung. So, also jetzt habe ich da meine Kartennummer drin. Ja, jetzt unten sollen Sie Expiry Date Ihre Ablaufdaten geben, einfach was auf der Kreditkarte steht. Ach so, ja. Wenn die Karte gültig ist. Ja, da muss dann 306 und dann 24. Ja, die Cardcode ist die Profzip, also die CVV-Code, also hintere Seite auf der Kreditkarte, soll die dreistellige Nummer sein. Ja, also diese schräge Nummer, ja. Genau.
und dann sollen Sie einfach das Zeichen als Save Payment Information to my account for future purchase. Was heißt das? Ah, nein, das sollen Sie nicht zeichnen. Das sollen Sie nicht zeichnen. Ganz unten sollen Sie das zeichnen und dann kostenpflichtig bestellen geben. Ach so, ja. Aber nicht, dass da irgendwie eine Waschmaschine kommt oder so, weil da bestellen steht. Nein, sowas kommt nicht. Sowas okay. Ist auch nie passieren, würde auch nie passieren. So. Aber da passiert nichts. Was zeigt der gerade, wenn Sie das gedrückt haben? Die Seite wird ein bisschen heller und dann passiert nichts. Haben Sie dem gezeichnet, wo das steht, Ihre personenbezogenen Daten werden verwendet? Jetzt, genau, das sollen Sie zeichnen. Ja. Ja, das hat also geklappt, ja. Okay, was sehen Sie gerade? Na, Ihre personenbezogenen Daten wurden verwendet, um Ihre Erfahrung auf dieser Webseite zu unterstützen. Das sollen Sie zeichnen mit dem kleinen Viereck, wo da unten steht. Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und ich stimme Ihnen zu. Ach so, wollen Sie dann das einmal drücken und dann kostenpflichtig bestellen? Dann müssen wir das ja erstmal durchlesen, die Bedingungen. Das ist ganz normale Transaktion, ja? Herr Steiner. Das ist nur die ganz normale. Ganz kleinen Moment. Ja. Klar. Jetzt lädt es. Jetzt steht hier irgendwas mit BA Processing Your Transaction, please. Wait. Okay, dann warten wir kurz. Ja. Jetzt kommt eine neue Seite. Jetzt steht, Your Transaction is being processed. Please do not close. Genau, also lassen Sie das bis Ende zu laden. Ja, bis das durchgelaufen ist. Genau. So, jetzt steht hier Authentication. Genau, dann läuft jetzt sollen Sie es so eine Zeit. Tätigen. So, jetzt kommt wieder die weiße Seite. Also, wo, haben Sie 3D Sicherheit an? Was ist das? Aktiviert? Ausländische Transaktionen. Da kenne ich mich nicht mit aus. Was muss ich da machen? Okay. Also, wie bestätigen Sie immer Ihre Transaktionen? Bekommen Sie eine TAN-Nummer vielleicht? Wie meinen Sie das? Wenn Sie eine Transaktion machen, ja? Für die Bestätigung, bekommen Sie eine TAN-Nummer vielleicht? Nee, dann habe ich eine PIN. Oder, genau, ja. Ja. Dann mit dem PIN sollen Sie es bestätigen. Aber das kann man hier auf der Webseite nirgendwo eingeben mit dem PIN. Was sehen Sie gerade? Hier steht es oben so ein. Hier steht Desilinet. Und dann steht, leider konnten wir deine Bestellung nicht bearbeiten. Da die Bank bzw. der Zahlungsdienstleister deine Transaktion abgelehnt hat. Bitte versuche es nochmal. Okay, versuchen Sie bitte es nochmal. Wenn es nicht geklappt hat, dann würde ich Ihnen nur ein neues Link senden, ja? Benutzen Sie vielleicht Online-Überweisung, also Online-Banking? Nee, Online-Banking nehme ich nicht. Okay, PayPal? Nee, sowas habe ich auch alles nicht. Das ist mir alles zu unsicher. Okay, klar, dann probieren wir das mit erneut und wenn das nicht geklappt hat, dann würde ich das Abrechnungsabteilung schreiben, da bekomme ich ein neues Link von Ihnen. Ja, und wo muss ich jetzt draufklicken? Ganz einfach, schließen Sie es auch nochmal erneut offen. Was meinen Sie? Erneut aufmachen. Ach so, ich soll die Seite zumachen und dann nochmal, genau. Ja, auf den Link da. So. Jetzt lädt die Seite wieder, die geht jetzt hier auf wieder. Ja, warten wir dann. Jetzt bimmelt es hier wieder so rum. So. Ah ja, guck, da stehen ja sogar meine Daten schon drin. Und jetzt brauche ich einfach nur auf Weitergehen, glaube ich. Ach nee, ja. Hier unten muss ich noch auf Kreditkartennummer. Kreditkarten. Genau, die muss ich nochmal eingeben, aber die anderen Daten, die stehen da wenigstens schon mal alle drin. Da muss man das nicht alles nochmal eingeben, weil das würde ja dann noch ewig dauern. So. Geben Sie mir kurz 2 Sekunden. Ja. So, jetzt mache ich hier nochmal die CVV-Nummer mit rein. Und dann
Ich darf weiter. Na ja, gucken wir mal, was die nette Blitzbirne jetzt hier noch macht. Wer weiß, worauf er jetzt hier schon wieder wartet, aber 23 Minuten haben wir in diesem Gespräch schon wieder verdödelt. Also heute klappt es irgendwie mit etwas längeren Gesprächen. Herr Steiner, weil ich habe gerade von der Presseabteilung eine Antwort bekommen, weil sie die 3D-Transaktionen nicht angeschaltet haben, deswegen können sie nicht eine Transaktion vergleich senden mit dem Kreditkarte, ja, weil sie 3D-Sicherheit nicht angemacht haben. Sie sollen einfach in die Bank anrufen und die 3D-Sicherheit anschalten. Dann können sie es normalerweise machen. Na und was schaltet man da denn da an? Was, wenn Sie jetzt etwas einkaufen, dann sollen Sie es bestätigen von der Kreditkarte. Das ist das, entweder mit Tankcode oder mit dem PIN. Ja, dann nehme ich ja den ganz normalen PIN, den ich von der Karte habe. Genau, das können Sie auch nehmen. Ganz normale PIN, was Sie haben. Ja, aber der fragt mich doch hier bei Ihnen gar nicht nach dem PIN. Einen kurzen Augenblick. Können Sie bitte kurz Ihre E-Mail-Adresse nochmal überprüfen? Von meiner Seite her jetzt gerade, weil ich habe Sie ein neues Link gesendet. Dann versuchen wir es damit, ne? Ja, da gucke ich nochmal in das E-Mail-Postfach rein. Soll ich denn die andere Seite jetzt hier zumachen? Genau, das können Sie auch zumachen. Ja, dann mache ich die mal ganz kurz zu. Von Sarah Smith. Genau, einmal da draufklicken bitte. Ja, hier auf dieses anipayment.com, ja? Genau, genau. Ja, dann drücke ich da mal drauf. Mhm. So. So, dann sind Sie jetzt gerade, wo steht Formular ausfüllen, ja? Da lädt gerade was. Okay, warten wir dann. Da steht Error 500. Genau, dann können wir eine Transaktion mit 504 das machen, mit dem Betrag, okay? Ach so, aber wo soll ich denn da draufdrücken, weil die ganze Seite ist weiß. Da steht Euro 500 steht da. Nee, Error. Error. Error 500. Haben Sie den Link gedrückt? Ja, ja, und da steht dann unten was auf Englisch und darunter steht dann nochmal was in Deutsch. Da steht, der Server konnte nicht erreicht werden. Bitte überprüfen Sie die Eingabe. Ich sende es nochmal kurz. Ja. Geben Sie mir kurz Zeit. Ja. Ich muss langsam wirklich aufs Töpfchen, Leute. Naja. Ich bin ja mal gespannt, was das hier mit dem netten Betrüger noch wird. 27 Minuten haben wir von dem schon wieder geraubt. Gucken wir mal. Ach ja, übrigens, heute um 20 Uhr gibt es wieder eine Videopremiere. Um 20 Uhr kommt nochmal ein Video. Eigentlich wollte ich gestern schon den Livestream machen. Das eine Jahr, also der YouTube-Special ist ja ein bisschen zu spät. Müssen wir wieder reingehen. Ja. Können wir das auch so machen, wenn ich Ihnen die Bankanfrage von meiner Seite sende, dann sollen Sie es nur von Ihrer Seite bestätigen. Ja, ja. Da brauche ich nur ein paar Daten von Ihrer Seite. Ja. Okay. So, Sie haben gesagt, Sie haben ein Mastercard, ja? Eine Visa-Karte. Oder eine Visa-Card. Können Sie bitte mir von Ihrer Visa-Karte die 16-stellige Nummer sagen? Ja. Bitte sehr. Also das ist dann die 494, 604, 427, 998. Können Sie bitte das kurz mit einer Zahl sagen? Ein bisschen langsamer. Wie meinen Sie das? Also mit einer Zahl, also 4, 5. Ach so, also als erstes haben wir dann eine 4. 4? Haben Sie? Ja. Dann eine 9. 9. Haben Sie? Ja. Dann eine 4. Ja, weiter. Dann haben wir eine 6. Ja, weiter. Als nächste Zahl haben wir eine 0. Ja, weiter. Die nächste Zahl, die hier drauf steht, ist dann wieder eine 4. Ja, weiter. So. Ich mal gucken. Ah ja, genau, hier waren wir. Die nächste Zahl ist dann wieder eine 4. Ja, weiter.
Als nächstes kommt dann eine 2. Ja, weiter. Die nächste Zahl in der langen Kette hier wäre dann eine 7. Ja, weiter. So, dann haben wir hier... Wo waren sie das? Direkt drauf, muss ich mal kurz kratzen. Wir waren bei 0442. Dann haben wir als nächste Zahl haben wir dann eine 7. Ja, habe ich. Dann eine 9 als nächste Zahl. Ja. Noch eine 9. Ja. Dann kommt eine 8. Ja. Eine 1. Ja. Und die nächste Zahl ist dann eine 8. Ja. Die nächste Ziffer wäre dann eine 6. Ja. Und die letzte Zahl hier auf der ganz langen Nummer, das ist dann eine 1 tatsächlich nochmal. 1, ne? Ja. Okay. Bis wann ist die Karte gültig? Was? Die Ablaufdaten von der Kreditkarte. Das ist hier im Januar 24. Januar 24, ja. Okay. So, die CVV-Code, also die dreistellige Nummer, die Prüfziffer bitte. Hier CVV, ja? Ja. Das ist die 547. 547. Ja. Brauchen Sie die auch nochmal einzeln, die Zahlen? Nein, nein, 547 habe ich schon. Einmal Ihre Postleitzahl bitte. Die Postleitzahl ist die 12.055. 12.055? Ja. Okay. Ja. Berlin, ja? Ja, genau. Berlin. Die Straße bitte? Das ist die Braunschweiger Straße 77. Braunsteiger? Nee, Braunschweiger Straße 77. Schweiger 77. Okay, habe ich. Dann bitte kurz einen Augenblick. Ich warte, dass ihr das abrechnet, ob dann würde ich das weiterleiten. Ja, entzückend. Ja, und dann... Also bei dem Ihren Kreditkarte steht Gerold Steiner, genau wie das ausspricht, ja? Wie meinen Sie das? Auf dem Kredit, auf dem Visa-Karte steht Ihr Name Gerold Steiner, ja? Gustav, Emil, Richard, Otto, Ludwig, Theodora, also Gerold. Und die Nachname ist der Siegfried, Theodor, Emil, Ida, Nordpol, Emil, Richard, ja? Nee, das habe ich auf der Kreditkarte jetzt nicht drauf. Das ist von wem anders. Okay, was steht auf der Kreditkarte dann, der Name? Das ist von Darian. Darian, können Sie mir das buchstabieren? Ja, ein D. Ja, David Dora. Ja, ein R. R wie Richard. Ja. Mhm. Dann kommt ein A. Ja, Abi Anton. Ein E. E wie Emil. Ja. Mhm. Weiter. Und ein N. N wie Nordpol. Ja. Okay, jetzt Nachname bitte. Ja, der Nachname ist ein großes A. Abi Anton, ja. Ja, ein kleines J. J. Ja. Und dann Ulukuvu. Bitte? Ulukuvu. Ulukuvu. Ja, also ein U-L-U. Also Abi Anton, J, U wie Ulrich. Ja. L wie Ludwig. Nee, ein U. Habe ich U schon, habe ich. Nach dem J habe ich schon U geschrieben. Achso, dann kommt ein L. Ja. Dann ein U. Ja. Ein C. Ja. Ein H. Ja. Ein U. Ja. Ein K. Ja. Ein W. Da meinen Sie W, meinen Sie? Ein W. Wie Wolfgang. Wer wie Wolfgang oder? Ja, genau. Ja. Okay. Oder Wunderland oder sowas. Ja. Und weiter? Und der letzte Buchstabe ist ein U. Oh. Okay, bitte kurz einen Augenblick. Ja. So, jetzt kann ich erstmal überprüfen. Von wem ist die Kreditkarte? Die Kreditkarte ist von meinem Mitbewohner. Also, das ist
sollen sie aber von ihrer Seite sein, die Kreditkarte. Also das sollen sie von ihrer Seite doch bestätigen und nicht von Mitbewohnern, ne? Wie meinen Sie das? Also bekommen Sie die Zahlen von Ihren Mitbewohnern bei Ihnen, oder? Nee. Dann, aber weil ohne Bestätigung können wir das Transaktion nicht erledigen, ne? Wie meinen Sie das? Ich habe doch die ganz normale PIN dazu. Okay, dann versuchen wir es, okay? Ja. Okay, kurzen Augenblick. Ja. Ja, bei denen ist tatsächlich ziemlich laut schon wieder im Hintergrund. Ist einfach wieder Wahnsinn, der Betrüger hier. Aber mich wundert es, dass er das jetzt hier tatsächlich so weitermacht. Einfach krank gewusst. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist übrigens schon länger als ein Jahr. Also ihr findet ja schon ein Video als Jahresspecial. Da war es auch tatsächlich ein Jahr. Ich habe es nur leider mit dem Livestream leider nicht schneller geschafft, weil technische Problemchen und so. Wie gesagt, ich muss ja hier meinen Computer wirklich mit Klebeband zusammenhalten, dass das Ganze noch irgendwie läuft. Der mag das alles nicht mehr so. Und ich habe ja hier den ganzen technischen Bums noch eingebaut mit den Animationen und so. Na, da muss man immer so ein bisschen gucken und erstmal testen, 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 bevor wir damit loslegen können, ne? Ja, aber irgendwann wird es auf jeden Fall da in hoffentlich nicht mehr allzu ferner Zukunft einen neuen Rechner geben. Ich habe schon einige Einzelteile da. Also ich mache das tatsächlich immer so. Jedes Mal, wenn Geld da ist von YouTube, kaufe ich davon sofort passende Teile. Dass das Projekt hier auch tatsächlich weitergeht. Ist natürlich bei so einem Computer immer ziemlich blöd, weil man dann erst, wenn man alle Teile hat, das Ding auch nutzen kann. Zumindest, wenn die meisten Teile davon da sind. Aber gut. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. So, den Betrüger haben wir jetzt hier tatsächlich schon wieder 36 Minuten am Telefon. Und er lässt sich wieder Zeit. Ausgerechnet hat man immer da, die Betrüger, so lange am Telefon, wenn die Blase drückt. Aber gut. Ich denke mal, der wird jetzt hier sowieso gleich in der Endphase sein. Manchmal legen sie ja hier direkt auf, wenn das mit der Zahlung nicht geklappt hat. Aber wir gucken mal, wer sich hier noch ein bisschen Zeit für uns nimmt. Ja, die Provisionen, ne? Die locken. Bei dem hier bin ich mir auch tatsächlich irgendwie auch gar nicht so sicher, ob der komplett blöd ist oder ob der einfach nur schlecht Deutsch spricht. Weil so blöd klingt er hier gar nicht. Der könnte tatsächlich auch irgendwas Anständiges machen, denke ich mal. Aber letztendlich, der Akzent ist ja bei allen Betrügern unterm Strich dann doch wieder das Gleiche. Irgendwie steckt hier bestimmt auch wieder so ein kleiner Albaner drin. Naja. Oh, Herr Steiner. Ja? Die Kartennummer ist leider nicht richtig, deswegen können wir die Transaktion nicht vornehmen. Wie meinen Sie das? Die ist nicht richtig. Wir haben also doch jetzt die Zahlen einzeln. Das Einzel habe ich sogar noch hingeschrieben, aber das leider ging nicht. Ja, und nun? Und aus was Neise können wir auch nicht, wenn Sie das Anmeldung gemacht haben, das sollen die Kreditkarte von Ihrer Seite sein und nicht von Ihren Mitbewohnern. Auf diesen Fall können wir nichts weitermachen, leider, ne? Warum denn das nicht? Weil Sie nicht Ihre Kreditkarte benutzt haben, das Transaktion zu erledigen und von Ihren Mitbewohnern die Kreditkarte war. Deswegen aus was Neise können wir das nicht leider vornehmen. Ach so. Ja gut, und genau. Haben Sie da keine andere Sache, wie man das dann machen kann? Ich kann einfach Ihre Bankdaten zusenden, können Sie da zur Bank fahren und ganz normale Überweisung tätigen von Bargeld. Ach so, also kann man das jetzt nicht mehr irgendwie hier schnell, dass wir da heute noch was weitermachen können? Leider können wir nicht. Ja, naja gut, dann, dann lasse ich mich halt eben, ja, dann müssen Sie mir die E-Mail-Adresse für den Beschiss hier noch senden. Bankdaten? Ja, ja, dann müssen Sie mir die Bankdaten zuschicken. Ist es denn eine deutsche IBAN-Nummer? Das ist eine französische Bank, welche Filiale in Polen hat. Ja, okay, die Polen arbeiten ja auf jeden Fall auch mit der EZB zusammen. Da kann man das dann melden. Das machen wir dann so. Da hat er dann einfach aufgelegt. Oh Mann. Jetzt zum Beispiel klingelt wieder das Telefon. Haben wir Glück?
guten Tag. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Emma Schmidt ist da, Kontoberaterin. Sie sind bei unserer Ja. Ja, mit TT oder DT? DT. Okay. Hallo, Frau Schmidt. Sehr angenehm. Sie haben in unserer Zeit angemeldet, ja? Ja. Bei Onlinehandel. Ja, das mit dem Profit hier, ja? Genau. Ich bin Kontoberaterin. Ich werde Ihnen ganz kurze Informationen geben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir Fragen auch stellen. Oder bis dahin haben Sie alles verstanden, was im Zeit stand? Naja, nicht so richtig, weil da steht ja ziemlich viel und Sie waren ja jetzt schon gleich hier am Telefon. Ich habe hier nur gesehen, so ein Video, da wurde erzählt, dass man da ganz viel Geld und ganz viel reich werden kann. Aber bei Ihnen ist ganz, ganz laut auch im Hintergrund. Okay, ich werde jetzt ganz kurz wichtige Informationen geben, ja? Ja, das ist gut. Informationen, die höre ich immer gerne zu. Da erzählen Sie wirklich mal gerne für die volle Palette einmal durch, was man da so alles bei Ihnen alles so bekommen kann und machen kann und wie das funktioniert. Okay, gerne. Ja. Das Wichtigste ist, dass wir haben dieses automatische System, ja, das selbst handelt und verkauft und kauft die Aktien 24 Stunden, ja? Ja. Das ist ganz gut für die Leute, die wenige oder gar keine Erfahrung und Kenntnisse haben. Aha. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee, überhaupt gar keine. Also da bin ich komplett neu, aber ich habe mir gedacht, ich würde jetzt das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, weil viele erzählen ja immer, dass man da so auch ganz viel Geld machen kann. Und das hat ja der komische Mann da in dem Video auch gesagt, dass man da richtig viel Geld mitmachen kann. Und da habe ich mir dann gedacht, wieso nicht, ne? Also von dem her. Ja, dass Sie keine Erfahrung haben, das ist gar kein Problem, weil meistens unsere Kunden sind ganz neue, ja, die haben auch keine Erfahrung. Aber deswegen werden Sie auch automatisches Programm des Science und dann auch Finanzexpert haben. Dieser Finanzexpert wird Ihnen helfen mit alles, ja, mit finanziellen Sachen, mit technischen Sachen und mit alles. Außerdem, ganz wichtig ist, dass Sie haben 2 Wochen Probezeit. Das bedeutet, dass Sie probieren erstmal alles. Sie werden mit eigenen Augen schauen, wie das läuft alles, wie viel ist tägliche Gewinne, wie viel ist wöchentliche Gewinne. Und nach den 2 Wochen werden Sie erst Bescheid nehmen, wollen Sie weiterbleiben und handeln oder wollen Sie aussteigen. In diesen 2 Wochen, Sie werden Geld-Zurück-Garantie haben, weil wenn wir anfangen, Sie müssen erstmal investieren, ja, damit Sie Geld verdienen können. Das ist logisch. Aber während dieser 2 Wochen, wenn Sie wollen aufhören, damit Sie wollen genau dieses Geld zurückhaben in Ihre Konto. Bis daher haben Sie verstanden oder muss ich wiederholen? Nee, ich habe das bis jetzt eigentlich, glaube ich, verstanden. Also wenn man da jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es dann so eine Geld-Zurück-Garantie. Und ist die 100% oder eher so nur 99,99 oder wie ist die Garantie? Sehr gut. Das ist 100% Garantie. Genau dieses Geld, was Sie haben investiert, Sie bekommen zurück. Ja, das ist auf jeden Fall schnuckelig. Also wenn man das Geld zurückbekommen kann, das hört sich auf jeden Fall immer gut an. Was muss ich denn dafür machen, wenn ich das Geld eigentlich zurückhaben möchte? Sie sollen, wenn wir Konto aktivieren, Sie werden einen Link bekommen und Sie werden Handelskonto haben. Ja? Da wird Ihr Geld stehen. Das hängt davon ab, wenn Sie zum Beispiel morgen wollen Geld zurück, da werden wahrscheinlich keine Prozente sein, ja. Aber wenn in 2 Wochen, Sie werden das automatisch machen, dieses Geld zurückgeht in Ihre Konto mit Profiten. Also da kann ich dann noch nicht morgen, aber erst so, also ab übermorgen könnte ich dann da vielleicht schon so ein bisschen mit Profite dann rausbekommen. Ja, genau. Ja. Jetzt wollte ich über Betrag erzählen. Ja, wir haben 3 verschiedene Pakete. Mindestbetrag ist 250 Euro. Aber Sie können mit VIP starten, das ist 500 Euro, oder mit Premium, das ist 1000 Euro. Wenn man mit 500 anfängt, dann bekommt 200 Euro von uns als Bonusgeld. Ja. Wenn 1000 Euro, dann ist es 300 Euro als Bonusgeld. Ja. Und also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da gibt es ja dann diese 100% Geld-Zurück-Garantie. Also ich meine, das erwarte ich ja natürlich auch, wenn ich bei der Börse zahle. Dann muss man ja da auch immer 100% wieder rauskriegen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Mhm. Aber Ihr Satzbau war ein bisschen durcheinander. Deswegen habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden mit den Beträgen, die man da einzahlen kann und mit den Bonussen. Also wie viele Nüsse kann man denn da bekommen? Schmecken die oder was haben wir da für Nüsse? Wie sieht denn das aus?
zum Beispiel, wenn wir bezahlen 250 Euro, das ist Mindestbetrag, da haben wir leider keine Bonus. Wenn Sie bezahlen 500 Euro, und Sie fangen an mit 500 Euro, Sie bekommen 200 Euro Bonus. Wenn mit 1000 Euro, dann bekommen Sie 300 Euro Bonus, Geld, Bonus. Wenn Sie zum Beispiel nach 2 Wochen aussteigen, dieser Bonus bleibt bei uns. Wenn Sie zum Beispiel mehr als einen Monat bleiben bei uns und langfristig arbeiten, dann dieser Bonus ist Ihr Geld, selbstverständlich. Ja, also ich muss da jetzt nochmal nachfragen, weil ich bin ja Nussallergiker. Da, mit Allergien oder so muss man da jetzt nicht aufpassen, ne? Was für Allergien? Ja, weil ich bin Nussallergiker. Was hat das damit zu tun? Ja, da muss man jetzt nicht aufpassen, ne? Nein, das ist selbstverständlich, kein Problem. Okay. Weil Sie ja die ganze Zeit von Nüsse reden, deswegen habe ich jetzt gefragt. Also, wenn, okay. Also wie muss man das jetzt da genau machen? Weil ich habe mir jetzt da so vorgestellt, also nur mal so als Beispiel, wie viel Bonus würde ich denn da bekommen, wenn ich jetzt da 30.000 Euro einzahlen würde? Also ich habe die jetzt nicht, aber ich wollte jetzt mal fragen. Wenn zum Beispiel Sie werden 1.000 Euro bezahlen, Sie bekommen 300 Euro Bonus von uns. Ach so. Und also, Sie starten nicht mit 1.000 Euro, sondern 1.300 Euro können Sie starten. Ach so, und wenn ich jetzt 2.000 Euro einzahlen würde, wie viel Geld bekomme ich dann? Leider haben wir keine Möglichkeit, 2.000 Euro zu starten. Ab Anfang an, Sie können Maximum 1.000 Euro starten. Ja. Ja, ich finde das geil, wie Sie auf die Vorschläge eingehen. Wenn Sie zum Beispiel mehr investieren wollten, dann können Sie mit finanziellen Experten reden und dann Bescheid nehmen. Ja. Aber bei uns Maximum ist 1.000 Euro. Okay, also ja, ist auf jeden Fall ganz gut. Wenn man da nur Gewinne machen kann und nie Geld verlieren, da würde ich dann mich auf jeden Fall anschließen und da mitmachen. Entschuldigung, können Sie nochmal sagen? Ich sagte, ich fand das auf jeden Fall sehr entzückend, was Sie da von sich gegeben haben. Ich würde da, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich da jetzt was einzahlen würde. Okay. Über Einzahlungsmethode, wir haben das sicherste System, das ist PayPal und das ist Online-Bank. Möchten Sie? Ja, okay. Wie können Sie das Geld überprüfen zu Ihrem Handelskonto? Ja. Also denn, mit PayPal oder mit Online-Bank? Ja, wenn Sie sagen, dieses PayPal, dann würde ich das mal mit PayPal probieren. Mit PayPal würde ich auch empfehlen, weil das ist das sicherste und schnellste System. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wenn wir da das sicherste System nehmen, dann bin ich da sofort dabei. Mhm. Dann müssen Sie mir nur noch sagen, wie das mit dem PayPal da funktioniert, weil da habe ich noch gar keine Ahnung davon. Sie haben PayPal, ja? Was ist das? PayPal, das ist Zahlungsmethode. Ja, ja, genau, damit da haben Sie ja gesagt, das ist die sicherste Zahlungsmethode. Das würde ich dann nehmen. Ja. Okay, Sie müssen es schon haben, ja? Sie müssen schon registriert sein und diese Zahlungsmethode haben. Haben Sie es? Wie meinen Sie das jetzt? Wenn Sie PayPal-Applikation haben, meine ich. Das ist wie ein Bankkonto, ja? Aber PayPal. Haben Sie PayPal oder nicht? Na, also ich überweise jetzt von meiner Bank dann an Ihr PayPal, oder wie funktioniert das? Ach so, dann werden wir Online-Banküberweisung machen. Ach so, aber weil Sie sagten, Sie wollen ja das Sicherste benutzen. Und dann ist ja Online-Bank nicht mehr so sicher wie das Sicherste. Nein, Online-Bank ist sicher auch, aber per PayPal geht ein bisschen schneller. Wenn Sie Online-Bank haben, das geht auch. Ja, aber Sie sagten ja, PayPal ist sicherer. Beide sind sicher. Ja, aber wenn das eine das sicherste ist, kann ja das andere nur das zweitsicherste sein. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ach, weil dann habe ich Sie da vielleicht eventuell nicht so ganz richtig verstanden, könnte ja sein. Nein, ich meine, dass wir arbeiten mit sichersten Systemen. Das ist PayPal und Online-Bank. Mit anderen Überweisungen, wir machen diese Überweisungen nicht. Wenn Sie haben Online-Bank, dann werden wir das mit Online-Bank machen. Oder meinten Sie jetzt Payback? Weil Payback-Karten, da habe ich auf der Payback-Karte habe ich ja noch Punkte drauf. Die könnte ich ja vielleicht dann auch dafür verwenden gleich, oder? Geht das? Nein, das geht leider nicht bei uns. Ach so, schade. Okay, das ist kein Problem. Können Sie mich in Lautsprecher stellen?
Ich werde Ihnen diktieren, Schritt bei Schritt, und wir werden diese Überweisung hier zusammen tätigen, ja, da wir alles richtig machen. Ja, okay, dann machen wir das so. Okay. Schalten Sie meine Stimme in Lautsprecher und einloggen Sie in Ihre Online-Bank. Ja. Wenn Sie damit fertig sind, sagen Sie mir. So, wo soll ich jetzt draufgehen? In Ihre Online-Bank. Haben Sie Lautsprecher angeschaltet, ja? Ja, ja. Sehr gut. Jetzt, Sie haben Online-Bank, ja? Ja. Sehr gut. Jetzt müssen Sie einloggen in Ihre Online-Bank. Ja, das gehen wir jetzt Schmidt bei Schmidt durch, ja? Entschuldigung? Schmidt bei Schmidt gehen wir das jetzt durch. Okay. Ja. Sind Sie schon eingeloggt? Ich habe Sie nicht angelogen. Okay, machen Sie es in Ruhe. Also eigentlich bin ja nur ich derjenige, der hier Musik machen darf. Die hat mich jetzt einfach ohne Wenn und Aber in die Warteschleife geschmissen. Ja? Herr Klaus, können Sie mir helfen, Ihre Nachname zu lesen? Wie meinen Sie das? Plitsche Platsch, ja? Plitsche Platsche. Ach so, okay, alles klar. Und wieder Musik. Okay, werden wir jetzt die Überweisung tätigen, ja? Wenn Sie mir sagen, wo ich das machen soll, dann mache ich das. In Ihrer Online-Bank, Sie müssen Applikation öffnen und ich werde Adresse buchstabieren, damit wir alles richtig machen, ja? Sind Sie eingeloggt? Kann ich Ihnen nicht einfach irgendwie Daten sagen und Sie buchen das dann ab oder so? Daten sagen, ja, aber ja. Wenn ich Daten sagen soll, Sie müssen eingeloggt werden. Ja, ich kann das nicht einfach diktieren, weil Sie können das nicht alles erinnern dann. Weiß ich nicht, haben Sie da nebenbei am Kabel geknabbert, weil ich verstehe Sie so schlecht. Ach so, okay. Ich glaube, es wird besser. Normalerweise, ich bin immer dabei bei den Kunden, wenn sie Überweisung tätigen. Weil wenn sie zum Beispiel Fragen haben oder so, ich bin dabei und sie können mir alles fragen, ja? Deswegen, ich möchte, dass wir alles zusammen machen. Ja. Geht das so? Wenn Sie sagen, das sollen wir so machen, dann bin ich dabei, ja? Okay, sehr gut. Können Sie Ihre Online-Banking öffnen? Ach so, meinen Sie das? Ja, mache ich auf, ja. Okay, ja. Dann muss ich jetzt erstmal. Gott, jetzt muss ich mal gucken, was da auf der Karte stand. Kleinen Moment. Kein Problem. Das Problem ist, wenn ich die nette Tante jetzt in die Warteschleife lege, dann habt ihr ja nichts davon. Und höchstwahrscheinlich wird sie dann einfach auflegen. Sind Sie da? Ja, ich bin dran. Sehr gut. Sie wissen Ihre Benutzname und Passwort, ja, für Online-Bank. Weil jetzt brauchen Sie die Karte nicht. Ja, ja. Okay. So, dann werde ich mich mal hier AliExpress bei Wish einmelden. So, bin drin. In Online-Bank sind Sie. Ja, jetzt bin ich da per Express bei dem Wish drin. Okay, jetzt müssen wir Überweisung machen. Aber unsere Partnerbank ist Europäische Bank. Das heißt, das ist dafür, dass Sie keine Gebühren zahlen. Wir haben darum auch gesprochen, ja? Ja. Deswegen, Sie müssen SEPA-Überweisung machen. Können Sie SEPA-Überweisung machen? Das ist ausländische Überweisung.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Können wir das mal ausprobieren? Okay, aber Sie müssen zuerst ausländische Überweisung wählen. Da gibt man da nicht einfach nur die IBAN ein? Per IBAN, ich glaube, geht es auch, aber zuerst müssen Sie die ausländische Überweisung wählen. Haben Sie solche Funktion? Nö, wüsste ich nicht, dass man da sowas anklicken kann. Ist es, dass man denn da die Gebühren da kostenlos hat oder womit hat es denn zu tun? Deswegen, genau, ja. Deswegen haben Sie gar keine Gebühren zu zahlen. Können Sie, wenn Sie zuerst Überweisung drücken, da müssen Sie auswählen, ja? Ist es ausländische Überweisung oder das ist deutsche Überweisung? Ja, aber da drücke ich bei meiner Bank nicht drauf, weil sowas habe ich da nicht. Also, das verstehe ich nicht so richtig, was Sie da so erklären. Weil, also, ich habe das so nicht. Aber also ich kann die Überweisung von meinem, jetzt bin ich, hallo? Was ist denn jetzt? Da war gerade laute Musik dran. Bei uns? Ja. Okay, das ich weiß, wie wir es erledigen können. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, WhatsApp habe ich nicht. Da weiß man doch gar nicht, wer da so alles mithört. Stellen Sie mal vor, da würden auf einmal 50, 60 Leute zuhören. Wissen Sie warum? Ich konnte IBAN einfach schicken per E-Mail oder Sie können das alleine machen, wenn Sie wollen. Aber wenn nicht, dann können wir das nochmal zusammen probieren. Ich kann ja eine ganz normale IBAN-Überweisung machen, so wie Sie das gesagt haben. Okay. Ja. Okay. Nun ist still. Man hört bei Ihnen nichts mehr. Ja, nein, ich bin da. Ich werde nochmal überprüfen. Ja. Dieses E-Mail-Adresse, das Sie geschrieben haben, klaus.plitschenplatsch@mdccfun.de, ist richtig und gültig? Genau, klaus.plitscheplatsche. Okay, sehr gut. Soll ich diese Adresse per E-Mail schicken vielleicht? Ich kenne doch meine Adresse, die brauchen Sie mir doch nicht per E-Mail schicken. Die Bankadresse, wo Sie die Geld überweisen können. Das Geld überweist man ja nicht an die Bankadresse, sondern an die IBAN. Genau, das meine ich. Soll ich per E-Mail schicken? Sie können mir das auch einfach buchstabieren. Doch einfacher. Okay, dann werden wir buchstabieren. Genau. Okay. Da schreiben Sie großgeschrieben P wie Paula. Ja, ein großes P wie Paluten. Paula, ja. L wie Ludwig. Ja, ein L wie... lassen Sie mich kurz überlegen. Ein L... Ludwig vielleicht? Wie was? Wie Lümmel. Ja, Lümmel können wir auch nehmen. Also ein PL dann, ja. 971. Jetzt sind Zahlen dran, warten Sie. Muss ich hier umschalten? Ja. Sie sollen einfach IBAN in IBAN schreiben. Ja, so. 971. Also. PL. Ein P, ein L, dann kommt ein N, ja? 9 kommt da, 9. Also ein. Achso, jetzt, also nicht das, den Buchstaben N für 9, sondern die Zahl 9. Nein, Zahlen, ja, genau. So. Ja gut, dann machen wir jetzt die 9 da rein, okay. 971 600 die 6 und die 0 2 mal 0 600 also 6 2 0 0 ja 1 4 1 und achso, eine 4, ja, habe ich 1 4 ja 1 und 4, 14, meine so, ich. Nochmal 1, 4, ja? Ja, 6, 2. Also 6 mal die 2 dann. 6, nein, 1, 6, 1, 2. 1, 6, 1, 2. Herr Plitschenplatsch. Plitschenplatsche. Plitschenplatsche. Ich werde nochmal am Anfang an buchstabieren, okay? Weil also, wir machen,
Es kann sein, dass wir kleine Fehler gemacht haben. Das geht nicht. Das ist finanzielle Operation. Wir müssen ganz sicher sein. Ja. Dass alles richtig ist. Das ist richtig. Ordnung geht vor. Okay. PL groß geschrieben. Hansa, jetzt muss ich noch mal ganz zum Anfang. Ich muss erstmal alles rauslöschen hier. So. Sie wollen, ja, Sie können auch. Ja. Es klingt ja bei Ihnen im Hintergrund wie ein Striplokal. Ist ganz schön laut da. So. Also jetzt dann ein T und ein L, ja? Also wie Theodor und... Wie Paula. Nein, wie Paula und ein L. Ach so. Wie Ludwig. Also Paula, einmal Ludwig. Paluten und einmal Laser Luca. Genau. Okay, haben wir. Hören Sie da Schranz im Hintergrund? Ja, das ist meine Musik. Ja, hört sich an wie Schranz. Nein, das ist Musik. Na ja? Das ist keine Musik. Mhm. Wir sind ganz viele Agenten, wir reden immer, deswegen muss Musik sein, damit ist es angenehmer. Ach so. So, jetzt können wir dann noch, also wir haben jetzt Paluten und Ludwig. Genau, da gibt es ja hier irgendwie eine Pandemie oder wie der heißt, aber ist ja egal. So, dann können wir jetzt, ja, weiter, denn also PL ja. Haben wir, ja. PL haben wir. Ja, genau, PL. Wir jetzt 997. 997. Einmal 9 und 7. Einmal die 9 und die 7, ja. Genau, 1. 1. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 4. 4. 6. 6. 2. 2. 1. 1. 7. 7. 4. 5. 4. 4. So, 4. 4. Da steht es. Einmal 4. 7 und dann kommt 4. So. Ja, aber die ist schon zu lang. Nein, das ist normale IBAN. Also ich habe jetzt die ganze Nummer so aufgeschrieben, wie Sie gesagt haben. Soll ich mal wiederholen? Ja, gerne. Also ein Paula, ein Lutscher. Dann habe ich 997 197 16001462174444744. Nein. Das ist so, wie Sie mir das gesagt haben. Nein, ich würde lieber diese Adresse schicken, deswegen können Sie mit Copy-Paste machen, das wird ganz leicht für Sie sein, stimmt? Sie werden das, die Zahlen sehen. Achso, Sie wollen das per E-Mail. Per E-Mail würde ja, dann, ich es schicken. Dann ja, schicken Sie das. Ja, dann machen wir das so. Ja. Ja. Okay. Ja. Warten Sie kurz. Ja. Das werden wir bestimmt versauen wieder. Ich werde einfach. Ja. Daten senden. Haben Sie die schon geschickt, die E-Mail? Ja, habe ich schon. Ich gucke mal. Sie werden? Ja. Noch keine da. Ich glaube, das braucht 10 Sekunden oder so. Ich werde sie überprüfen. Ja, aber ist noch nicht da. Bei mir ist es geschickt. Werden wir 10 Sekunden warten, okay? Jetzt kann es sein, dass sie kommen. Ja. Ich warte noch mal 10 Sekunden. Okay. Ja. Sehr gut. Ist noch nicht da. In 25 Minuten haben wir die Blitzbirne hier schon wieder am Telefon. Anrufe aus dem Wenn Untergrund. Wenn Sie nicht bekommen haben, ich werde nochmal schicken, ja? Ja, also bis jetzt ist die E-Mail mit den Daten noch nicht da. Nee, noch nicht da, ja, okay.
Ich habe zwei Mal auch geschickt. Ja. Sie prüfen das im Handy, ja, oder sind Sie beim Rechner? Ich habe das auf meiner Nintendo Wii mache ich das auf. Okay, können Sie überprüfen nochmal? Ja, natürlich. Sehr gut. Mit der E-Mail hätten Sie natürlich viel früher vorschlagen sollen. Dann hätten wir das ja gleich machen können. Aber es ist noch nicht da, die E-Mail. Das ist jetzt aber interessant. Ja, warum? Sehr mysteriös. Also, weiß ich nicht. Vielleicht, bei mir klappt es immer, wenn ich gerade keinen Empfang habe, dann halte ich einen Finger aus dem Fenster. Dann geht es meistens. Ich werde das nochmal schicken, aber ich glaube, Sie werden dann alle E-Mails bekommen. Ja. Es ist immer gut, wenn Sie sich da richtig Mühe geben. Ja, selbstverständlich. Das ist meine Arbeit auch, ja. Ja. Das ist toll. Was machen Sie von Beruf, wenn ich fragen darf? Da bin ich jetzt aktuell hauptberuflicher Tellerablecker. Tellerablecker? Ja. In der Tellerfabrik. Also die Musik da in dem Callcenter, ja, das ist wirklich die Musikrichtung Schranz. Herr Plitscheplatsch, haben Sie bekommen vielleicht, weil ich habe drittes Mal geschickt. Können Sie überprüfen, bitte? Ich gucke mal nochmal, meine Gute. Okay. Nee, also... Nee, also ich habe zwar zwei E-Mails bekommen, aber da sind alle drei noch nicht da. Okay, aber zwei haben Sie schon. Nee. Also nicht Sie von haben Ihnen. Gar keine E-Mail? Nee. Ah, nicht von mir? Nee. Also. Von Emma Schmidt soll das sein. Mit DT oder mit TT? DT. Nee, ist noch nicht da. Noch nicht da. Okay. Ihre E-Mail-Adresse sind alle Buchstaben klein geschrieben, stimmt? Das ist doch egal bei der E-Mail. Da kann man doch klein oder groß, das spielt doch da keine Rolle. Ja, aber ich will jetzt, das ist mir interessant, warum Sie bekommen das nicht. Deswegen will das überprüfen. Dann habe ich gedacht, vielleicht deswegen. Ja, also wenn Sie wollen, dann können wir gerne nochmal die E-Mail-Adresse so ein bisschen durchbuchstabieren. Okay, gerne. Können Sie es buchstabieren oder soll ich? Ja, dann fangen Sie erstmal an. Ich würde sagen, Kakalakis first. Okay. K wie Klaus, L wie Laura, A wie Anton, U, S, Punkt, P, L, I, T, S, C, H, E, P, L, A, T, S, C, H, E zeichnen M. D, C, C, F, U, N, Punkt, D. Nee, Punkt, D-E. Punkt, D-E, ja. Ja, da war der Fehler. Okay, was denken Sie? Es kann sein, dass wegen wir telefonieren, die erhalten die Mails nicht? Nee. Wegen Internet oder wegen etwas Ähnliches? Nee. Also ein Modem haben wir jetzt hier nicht im Betrieb. Okay. Jetzt. Und Sie haben WhatsApp-Applikation nicht? Ja, ich habe es schon gefragt.
Nee, WhatsApp habe ich nicht, weil man weiß ja nie, wie viele da zuhören. Wenn das, gerade wenn man da sowas auf seinem Telefon installiert, stellen Sie sich mal vor, da würden jetzt 48 Leute einfach zuhören und das ganze Gespräch jetzt hier mithören. Da ist man ja nicht sicher dann. Mhm. Das wollen wir ja auch nicht. Okay. Ich habe es verstanden. Aber bei mir steht, dass sie haben, die E-Mails sind geschickt. Ich weiß nicht, warum wir haben solche Probleme. So schlecht. Was sollen wir denn machen? Ja. Na, wenn nicht, dann müssen wir das, wenn jetzt Ihre E-Mail da nicht ankommt, dann bleibt ja nur noch, dass Sie mir das dann mit dem Mund durchbuchstabieren, also die Bankdaten. Weil dann würde ich das, so wie Sie mir das dann sagen, ne, also per Mund dann so, weil mit dem Mund, da kann man das ja auch dann erzählen. Okay, dann werden wir nochmal probieren, ja? Genau, dann probieren wir das einfach nochmal mit dem Mund. Okay. Sie müssen nochmal dann einloggen. Wo meinen Sie jetzt einloggen? In Online-Bank, ja, das wir buchstabieren. Ja, da bin ich noch drin, das habe ich nicht zugemacht. Aha, okay. Haben Sie denn vielleicht Telegram auf Ihrem Telefon? Nein, Telegram haben wir nicht. Ach so, naja. Warten Sie kurz. Ja, natürlich. Ihre Musik ist ja wirklich furchtbar. Ja? Hallo? Jetzt, sind ja. Sie noch da? Ja, Ihre Musik ist furchtbar. Ja. Wenn Sie da die Pause-Taste drücken, da ganz, ganz furchtbare Musik. Ja, aber leider dürfen wir nicht das machen, weil wir sind ganz viele Agenten und da muss einfach Musik sein. Ich meine, leider. Wenn Sie da, manchmal ist da in der Leitung richtig gleich Musik drin, wie im Fahrstuhl. Okay, dann werden wir sowas machen. Ja. Wir werden es nochmal im Montag probieren, ja? Weil nee, da kann ich nicht. Zeit ist vorbei. Warum? Montag muss ich Teller ablecken. Teller ablecken müssen. Bin ich wieder arbeiten. Okay. Okay, dann leider unsere Arbeitsstunde ist am Ende. Ich muss mich verabschieden, okay? Nee, das finde ich aber jetzt nicht so besonders höflich. Ja, ich weiß, aber wir haben keine andere Wahl. Ach so. Tschüss. Na schön, schade. Nur hat sie einfach aufgelegt. Wir haben heute irgendwie niemanden dabei, der so richtig ausrastet, oder? Naja, muss ja auch mal sein.